Hallo und herzlich willkommen. Es ist schön, wieder hier zu sein. Hier für ein ganz besonderes Pen and Paper. Wir sind heute nämlich nicht in unserer üblichen Konstellation und im klassischen D&D-Universum, sondern nein, wir sind heute gemeinsam. Das sind vier StreamerInnen und ich, euer Dungeon Master Dero. Bevor wir beginnen, möchte ich natürlich unseren wunderbaren Cast begrüßen. Ich starte mit unserer guten Aria Adams. Einen wunderschönen guten Tag, hallo, ich habe mich ganz hübsch gemacht heute. Natürlich mit in der Runde ist auch der liebe Ditto Design. Ja, hallo, grüße euch. Wer darf natürlich nicht fehlen? Unser aller Liebling auf diesem Kanal, der gute alte Tai. Hallöchen, hallöchen. Und last but not least, eine weitere wichtige Figur am heutigen Abend, unsere gute Lamalien. Hallöchen, meine Kamera ist, muss ich jetzt noch ein bisschen einstellen. Aber genau, sie ist noch im Nebel des Pen and Papers gefangen, deshalb werde ich einfach mal so ein bisschen erzählen, was heute Abend denn so der Fall ist. Für gewöhnlich die häufiger hier mit uns gemeinsam Pen and Paper erleben, die wissen es. Für gewöhnlich spielen wir ja Dungeons and Dragons, ein Fantasy-Rollenspiel. Heute hingegen entführe ich euch mal in eine mehr oder weniger reale Welt. Dazu verwenden wir heute Abend nicht das gewohnte Regelwerk, sondern das How to be a Hero Regelwerk, das ursprünglich von den Rocket Beans stammt, da es besonders einfach und zugänglich ist, vor allem für Einsteiger. Dazu werden meine SpielerInnen mit einem W100er würfeln, also das sind quasi zwei Würfeln, auf dem einen sind die 10er-Nummern drauf und auf dem anderen die 1er-Nummern und das geht folgendermaßen, die 100 ist die mit Abstand schlechteste Zahl und die 1 die mit Abstand beste Zahl. Meine Spieler müssen natürlich unter ihren Fähigkeitswert würfeln, damit sie eine Aktion geschafft haben. Dazu später aber mehr. Ich würde sagen, bevor wir beginnen, einfach nur ein ganz klitzekleiner Hinweis. Die ganze Geschichte hier ist reine Fiktion. Manche Charaktere sind einer wahren Person zwar angelehnt, doch die gespielten Charaktere geben in keinster Art das Original wieder. Zudem darf keine historische Korrektheit hier erwartet werden. Wir spielen kein Historiendrama nach, sondern dies ist eine Geschichte in einem sozusagen alternativen Universum. Deshalb kann es auch mal dazu kommen, dass so mancher politischer Kontext oder die technischen Errungenschaften nicht ganz mit der eigentlichen Zeitrechnung übereinstimmen. Zum Wohl des Spielflusses wurde deshalb auf historischen Realismus heute mal verzichtet. Und nun würde ich sagen, beginnen wir. Wir schreiben das Jahr 1892. Europa ist im Aufbruch. Die Industrialisierung ist in vollem Gange. Überall rauchen die Schlote und dampfen die Kessel, denn es wird produziert. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schuften in den Fabriken für einen Hungerlohn. Nach den Schichten fließt der Alkohol in Strömen und der Gestank der Schwerindustrie legt sich wie ein unsichtbarer Schleier über die Alpen. Während der Großteil der Menschen in Armut versinkt und in 16-Stunden-Schichten schuften muss, genießt ihr ein hedonistisches Leben. Die industrielle Revolution hat viele Verlierer hervorgebracht. Ihr gehört nicht dazu. Gut betucht und in die richtige Familie geboren, musstet ihr nur wenig für euren Wohlstand tun. Dies ermöglichte euch, Beziehungen weit über die Landesgrenzen Deutschlands zu pflegen. Ferdinand Peyer Imhoff, ein Zürcher mit Einfluss in Politik und Wirtschaft, zählt zu euren Freunden. Und dieser Freund hat euch auf ein Wochenende nach Zürich eingeladen, und zwar auf sein Anwesen. Bereits im Vorfeld besuchte euch Reto Zurberbühler, ein gemeinsamer Bekannter, wenn auch nervoser Zeitgenosse, und übergab euch einen Brief mit der Einladung und ein Ticket für die Fahrt von Stuttgart nach Zürich. Ihr seid nun gemeinsam am Stuttgarter Bahnhof angelangt. Ihr steht hier, es herrscht reger Tumult, die Dampfloks stehen schon bereit zur Abfahrt. Ihr kennt euer Gleis, aber die Reisebegleitung noch nicht.
Jeder einzelne von euch steigt in den Zug ein und sucht sich sein entsprechendes Abteil. Und du kannst gerne mal den Bahnhof einblenden, Tai. Und als ihr so durch die Gänge schreitet und so ein bisschen sucht, wo euer Abteil ist, seht ihr das bekannte Gesicht von Reto Zuberböhler. Den kannst du gerade auch noch gerne einblenden. Und Agatha, du bist die Erste, die in den Zug einsteigt und Retus sieht dich und sagt: Gute Frau Dornbrecht, richtig? Kommen Sie rein. Der Zug fährt erst in 15 Minuten ab, aber ich habe das Abteil schon mal für Sie sichergestellt. Bitte setzen Sie sich doch. Herzlichen Dank. Ja, ich nehme sehr, sehr gerne Platz. Genau, du siehst einen Mann Mitte 40, so mit dunklen Haaren, langen Koteletten, gut angezogen. Und er übernimmt auch deine Handtasche und weist dich so in das Abteil ein. Ja, setzen Sie sich, die anderen Gäste, die mit Ihnen fahren, die werden sicher bald kommen. Also gedulden Sie sich einfach nur ein bisschen, Moment. Ich werde, glaube ich, draußen warten, sonst wird es hier ein wenig eng. Sehr gern, ja, ich nehme einfach Platz und warte. Ja, du setzt dich hin und Reto Zuberbühler geht raus. Draußen, wirklich gerade als er die Lok, den Waggon verlässt, erkennt er einen weiteren Fahrgast, und zwar Dietmar Dirnberger. Herr Doktor, schön, dass Sie es auch geschafft haben. Die Lokomotive und der Zug steht schon bereit, also die Nummer B15, wer hier sitzt, also Frau Dornbrecht ist auch schon hier. Sie können gerne einsteigen, wenn Sie möchten. Ah ja, sehr gerne. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Ja, wunderbar. Genießen Sie die Fahrt. Also es sollte ja alles kein Problem sein. Können Sie mir vielleicht beim Gepäck helfen? Natürlich, selbstverständlich. Also für einen Freund von Herrn Papa mache ich natürlich. Er nimmt dir die Koffer mit und legt sie rein und geht dann auch wieder hastig raus. Danke. Dann sieht er einen weiteren Herrn, der etwas überrascht so eine Straßenlaterne noch anblickt und das Licht der Laterne bewundert. Entschuldigen, sind Sie Herr Preis? Preis, mein Name, Oskar Preis. Ja, perfekt. Ich hatte nur mit Ihrer Haushälterin leider Kontakt. Ihr Zug würde bereitstehen, also bitte, wir haben nämlich nur noch 5 Minuten Zeit. Aber ich würde noch gerne über meine Haushälterin reden, die Gertrude ist eine ganz nette. Haben wir noch zu kurz Zeit? Ja, ein bisschen können wir noch über die Gertrude reden, aber also die Zeit, Sie müssen wissen, wir haben nicht so... Dann während, steigen Sie bitte ein, nehme ich an. Nein, Sie müssen wissen Sie, also ich kann nicht die Zeit, ich habe noch einige Termine offen und ja, stellen Sie sich vor, ich würde den werten Herrn Payern irgendwie ungut tun. Also nee, das wäre nicht mehr im Sinn. Und zudem, ich muss noch schauen, wo Frau Gutherz bleibt, also steigen Sie bitte ein. Alles klar, ich werde einen Platz suchen. Was ist meine Nummer? Ich glaube 19. 19, ich teste es gleich. Mhm. Und er blickt sich dann auch so um und schaut auf die Lokomotive hoch, die das erste Mal so ein Tuten ablässt, tut. Und ihr wisst, es wird bald der Zug abfahren. Und wir hören von weit hinten, hören wir eine Stimme, die um Hilfe ruft. Denn sie hat einen schweren Koffer dabei. Oh, dieser Koffer. Niemand hilft mir hier. Irgendwer kann doch mal helfen. Hallo? Frau Gutherz, sind Sie das? Sind Sie das? Ja, hallo. Ja, genau. Moment, ich komme Ihnen entgegen. Einen kleinen Moment, bitte.
Und der Reto Zuberbühler sprintet auf sie zu, schnappt ihren Koffer und sagt: Frau Gutter, machen Sie schnell, der Zug fährt in, warten Sie, eine Minute ab. Sie sollten jetzt wirklich einsteigen. Ja. Und, könnten Sie mir vielleicht mal helfen? Also... Und er zieht dich auch schon so an der Hand nach vor und so rein mit ihnen, ja. Wird sich sicher helfen. Es ist die B18. Und er legt so nur noch den Koffer so auf die rein in den Waggon. Und ihr hört, wie der Kondukteur in seine Pfeife pfeift, die Türen schließt und der Zug langsam beginnt abzufahren. So, und ihr sitzt jetzt alle mal so gemeinsam in dem Abteil. Und es stellt sich jetzt die Frage, was passiert nun? Und da hat unser guter Chat die Möglichkeit, jetzt zu entscheiden, was mit den vier Charakteren passieren wird, wo sie sich weiter aufhalten werden. Und zwar im Abteil oder im Speisewagen des Zugs. Dazu werde ich jetzt einen Poll erstellen, eine Umfrage, wo ihr circa eine Minute Zeit habt, um die Anfrage zu machen. Zu bestätigen, wo unsere lieben Gäste hin wollen. Ich schaue inzwischen, ob ich die technischen Schwierigkeiten wieder in den Griff bekomme. Sehr gut, sehr gut. Das freut. Das freut uns natürlich sehr. Ja, ihr seht aus dem Fenster und ihr lasst Stuttgart hinter euch, das Dampfen der Lokomotive im Ohr, das sanfte Zischen des Kessels. Du kannst auch gerne das Szenenbild noch ändern und Reto Zuberbühler verschwinden lassen, sobald es dir wieder geht. Und währenddessen läuft die Umfrage, also stimmt ab, wo sollen die Leute hin? Sollen sie weiterhin im Abteil Lust bleiben oder sollen sie in den Speisewagen Lust wandeln? Ihr habt noch einige Sekunden Zeit, aber ich glaube, das Ergebnis ist äußerst eindeutig mit praktisch 100% für den Speisewagen. Aber natürlich bevor die Herrschaften in den Speisewagen gehen, haben sie jetzt einmal die Möglichkeit, sich ein wenig näher kennenzulernen. Und damit übergebe ich den Spielenden das Wort, die gerne mal so ein bisschen sich austauschen dürfen. Denn ihr kennt mich ja immerhin noch gar nicht. Ja, ein wunderschönen guten Tag hat es uns hier alle gemeinsam her. Ach, wer sind Sie denn? Grüß Gott, reden Sie mit mir? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, selbstverständlich, mit wem denn sonst? Sie sind doch hier der Attraktivste im Abteil. Ja, natürlich, ja, vielen lieben Dank. Ich bin Dr. Dirnberger. Wie sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Wie heißen Sie denn? Ja, sehr erfreut ebenfalls. Mein Name ist Agatha Dornbrecht. Agatha Dornbrecht, sehr freundlich. Sehr, sehr, sehr schön, Sie kennenzulernen, ja. Ja, ebenso. Eine tolle Aufmachung haben Sie da. Sie sehen fast so fesch aus wie ich. Oh, vielen lieben Dank. Was führt Sie denn in diesen Zug, in dieses Abteil? Ich habe eine Einladung erhalten. Ich darf einen guten Freund von mir besuchen. Oh, das Zürich. Klingt sehr schön. Wo soll ich denn hingehen? Zürich. Ach, Zürich, ja. Okay. Und dort ist die Feier, oder wie? Ja, genau richtig. Dahin hat es mich erstmal verschlagen. Ich guck dann einfach, was noch so passiert. Und wo hat sie denn hingeschlagen? Tatsächlich auch nach Zürich. Ich wurde auch eingeladen zu einer Feier über den Dächern von Zürich, ja. Ach ja, ach, das ist ja ein Zufall. Also wenn Sie jetzt auch noch zur selben Feier fahren wie ich, das wäre lustig. Das ist ja natürlich ein sehr witziger Zufall, nicht wahr? Die Welt ist ein Dorf. Und wer ist denn der Adrette in diesem Bad? Ach du... Wissen Sie, das ist ein Junge, den ich quasi schon mein ganzes Leben lang, das ist wie ein Sohn für mich, ja. Ich kannte seinen Vater damals, wir haben damals zusammen gedient. Peyton ist der Name, ja. Peyton ist der Name und für mich wie ein Sohn, ein guter Junge. Das klingt großartig, wundervoll, ja. Die Fahrt ist auch schon relativ lang, also langsam kriege ich Lust. Plan ist...
Reisende hätten sie denn auch Durst? Ja, aber natürlich. Ich würde sehr gerne mit ihm was trinken gehen. Gut. In dem Fall bewegen sich mal Agatha und der Herr Dornbrecht. Agatha Dornbrecht und der Herr Dietmar Dürnberger so in den Speisewagen. Er läuft ein paar Meter weiter und ihr setzt euch jetzt in den sehr luxuriösen, schicken Speisewagen mit roten Samtbezügen und schönen Holztischen. Und ein Kellner, ein Concierge, kommt sofort zu Ihnen und sagt so: Einen wunderschönen guten Abend, die Herrschaften. Einen Tisch für zwei oder werden es noch mehr? Ich denke, für zwei reicht erstmal. Vorerst, ja. Vorerst. Sehr wohl. Ja, setzen Sie sich doch dorthin. Passen Sie auf, es könnte ein wenig rütteln, wenn wir demnächst die Brücke passieren. Kein Problem, das Besteck halte ich besonders gut fest, ja? Ja, sehr gut. Darf ich Ihnen schon einen Aperitif bringen? Oder was hätten die Herrschaften gerne? Ich hätte gerne zwei Korn. Ja, natürlich. Sehr wohl. Ich bringe Ihnen sofort zwei Korn. Einen kleinen Moment. Und er geht zurück und an die Bar und schenkt zwei Korn an und bringt es auf einem Silbertablett, die zwei Korn, und stellt sie ihnen hin und sagt: Darf es eventuell noch ein feinsten Rotwein aus der Pfalz sein? Großes Gewächs hätten wir im Angebot. Herr Dürnberger, nehmen Sie Wein zu sich? Ich bin sehr ehrlich, ich nehme lieber ein Bier. Oh, natürlich. Dann ein Glas Wein und ein Bier, wenn es genehm ist? Ja, sehr gerne. Sehr gern. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, einen kleinen Moment bitte. Und er geht und bringt euch die Getränke. Währenddessen gehen wir zurück ins Abteil, wo noch Frau Gutherz und Herr Preis sitzen, die hoffentlich mittlerweile den Schlaganfall überwunden haben und nun wieder bei vollem Bewusstsein sind. Entschuldigen Sie mich, mir wurde kurz richtig schwarz vor Augen. Das Zeug, was da drin ist, oh, das haut mich richtig um. Aber ein Stückchen ist immer noch gegangen. Ja, vielleicht sollten Sie einfach mal darauf aufpassen, nicht so viel zu sich zu nehmen. Die anderen beiden, gut, aber Sie sind schon ganz rot im Gesicht. Entschuldigen Sie. Ja, das liegt an der... Ich werde immer so zugkrank hier. Es holtert und poltert. Was ist denn Ihr Name, junge, werte Dame? Ich bin Dorothea Gutherz, aber Sie können mich Dorothy nennen, wenn Sie das denn mögen. Dorothy, gerne Dorothy. Nicht Dorothy, Dorothy. Wie dem auch sei, darf ich mal kurz? Mein Name ist Preis, Oscar Preis. Ich bin der Sohn des weltberühmten Fidel Preis. Den kennt man, ihr wisst schon, Ring, Ring. So. Was verschlagt Sie denn in diesem Zug? Ich wurde eingeladen, tatsächlich, auf eine Feier in Zürich und... Zürich auch? Dann haben wir vielleicht die gleiche Destination. Ja, klar. Wo müssen Sie denn hin? Zu einem guten alten Kollegen meines Vaters. Ferdinand, sein Name. Das trifft sich ja gut, dann müssen wir zur gleichen Feier. Heißt das, Sie sind hoch angestellt? Kann man schon so sagen. Wie wär's, liebe Dorothy, wenn wir uns in den Speisewagen begeben? Ich lade Sie auf einen Drink ein. Oh, sehr, sehr gerne. Ihr geht auch durch den Speisewagen, durch die Waggons. Es rumpelt und ihr gelangt in den Speisewagen. Und ihr seht die Herrschaften, die vorhin bei euch im Abteil saßen, sitzen zu zweit an einem Tisch. Weiter hinten sitzen noch zwei Männer, ebenfalls gut gekleidet mit recht großen, langen Schnurrbärten. Ihr könnt euch quasi gegenüber von den euch bekannten Herrschaften sitzen, aber auch gegenüber von den unbekannten Personen. Wir wählen natürlich bekannte Gesichter, wir wollen ja in guter Gesellschaft sein. Ja, gute Gesellschaft. Nun gut. Einen schönen guten Abend, die Herr und Damenschaften. Einen wunderschönen guten Tag. Was hat Sie denn hier verschlagen? Schönen guten Abend. Ich habe zwar so einen Brief in dem Postkasten gehabt. Wie sieht's denn bei Ihnen aus? Durst, deswegen bin ich im Speisewagen. Ich genieße die Gesellschaft.
so. Sie kenne ich doch. Wunderschönen guten Abend, die Herren und die Dame. Darf ich Ihnen ebenfalls etwas zu trinken anbieten? Gerne, was hätten Sie denn da? Also wir haben eine feine Flasche großes Gewächs aus der Pfalz, wenn Sie an Wein interessiert sind. Sonst haben wir feinstes Stuttgarter Bier, Doppelkorn, aber auch einen Brandy, sofern es Ihnen nach etwas Stärkerem gelüstet. Ein Brandy klingt ganz gut. Sehr wohl, unbestraft der Herr. Dieser Stuttgarter Bier, dann nehme ich doch gern. Zwei Gläser. Ja, sehr wohl. Zwei Gläser, natürlich. Einen kleinen Moment bitte, ich bringe es Ihnen sofort. Und er läuft weg und ein paar Minuten später kommt er zurück mit eurer Bestellung. Ihr sitzt nun quasi zwar nicht gemeinsam an Tischen, aber mehr oder weniger nebeneinander. Und ihr hört so leicht das Gespräch von den zwei Männern hinter euch. Du hast gehört, der Bayer, der ist sehr beschäftigt. Man sieht ihn auch kaum im Adler. Hey, wahrscheinlich hat er auch zu viel zu tun. Hey, immerhin, man läuft die neu gegründete Firma echt gut und er sucht auch ständig Leute. Halt zur Ausspann. Ist schon ein ambitioniertes Projekt gewesen, aber dass er dann auch neue Politik will, da ist glaube ich wirklich zu viel. Weil da wundert es mich halt nicht, dass er nicht zum Stammtisch kommt. Und sie unterhalten sich noch so ein bisschen weiter über den Bayer, eben in dem regionalen Dialekt. Und ihr ist die Frage, könnt ihr diesen proletischen Dialekt überhaupt verstehen oder nicht? Natürlich. 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 Selbstverständlich. Und was ich nicht verstehe, das lasse ich mir übersetzen. Dieses Kauderwelsch verstehe ich nicht. Tut mir leid. Also mein Vater hat ganz viele Firmen in der Schweiz. Daher, ich kenne genug Leute, die so reden. Okay, dann wusstet ihr ja jetzt, dass der werte Herr Payer, zu dem ihr alle fahrt, jetzt ein neues Unternehmen gegründet hat, und zwar die Zürcher Ostbahn. Und auch neuerdings in der Politik ist. Oh. Und es rumpelt ein wenig und die Fahrt geht weiterhin eigentlich recht ruhig voran. Ihr zischt noch ein paar Gläschen, man bringt euch noch belegte Brote und ein paar Snacks, damit ihr nicht gerade auf nüchternem Magen esst. Und mehrere Stunden später ist es dann Zeit für euch auszusteigen, denn ihr müsst in noch zwei Destinationen umsteigen, aber als ihr auch diese Umstiege geschafft habt und Singen hinter euch gelassen habt, die Schweizer Grenze passiert und in Zürich einfährt und ihr das letzte Mal das Tuten der Lokomotive hört, kommt ihr in einen Bahnhof eingefahren, der sich gerade mehr oder weniger im Aufbau befindet. Es herrscht doch aber recht reges Treiben und der Zug bleibt nun final stehen und ihr könnt aussteigen. Das ist die Frage, hilft einer von euch den Damen oder nicht? Das überlasse ich jetzt wieder euch. Darf ich erst den alten, gebrechlichen Herrn helfen, hier rauszufinden? Oder geht sie? Also, wie haben Sie mich gerade genannt? Na gut. Ich meine den Doktor. Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt vorkommt, aber helfen Sie doch zunächst den Damen hier, bitte. Ja, gern. Sie haben ja die Kette waren, nicht wahr? Schaffen Sie das, ohne meine Sachen fallen zu lassen? Da sind ziemlich teure Sachen. Dorothy, darf ich kurz die Frau Frau Dornbrecht war Ihr Name? Korrekt, ja, hallo. Ihr Koffer bitte. Der liegt da oben, den können Sie sich sehr gerne nehmen. Ich gehe schon mal nach draußen. Und das Silberbesteck, das liegt noch da, wo es vorher war. In diesem Zuge suche ich den Kopf ein bisschen ab, ob ich irgendwas Besonderes dran finde. Ist was dran? Ein kleines Zahnschloss vielleicht. Oh, ich schaue es mir genauer an und ich würde es gern versuchen, genauer zu inspizieren, ob ich da vielleicht mit hin und her gedreht sich irgendwie das öffnen kann.
würdest quasi gerne ganz heimlich, still und einfach, während du dir ihren Koffer durch die Gegend trägst, an diesem Schloss ein bisschen rummanipulieren. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja. Na gut, hast du ein Talent, das das irgendwie legitimieren würde? Ich habe Schlösserknacken, ja. Du hast Schlösserknacken? Okay, ja, ich würde sagen, du darfst das mal versuchen, aber da sie natürlich ihr wachendes Auge über dem Gepäck hat, würde ich mal sagen, ist es um 5 erschwert, sprich, dein Wert, den du erreichen musst, der geht noch einmal um 5 runter. Und nun wird es Zeit, das erste Mal zu würfeln. Tai würfelt jetzt mit einem W100er, also einem 2x10er Würfel, und das dann ein Ergebnis ergibt. Würfel doch bitte mal, Tai. Sehr gerne. Ich habe es nicht geschafft. Du hast es nicht geschafft. Du nimmst den Koffer runter und laufst ein paar Schritte und dann beginnst du zu fummeln an dem kleinen Schloss, was am Koffer dran ist. Aber natürlich, Agatha sieht das. Was machen Sie denn da? Was bilden Sie sich eigentlich ein? Entschuldigen Sie sich, werte Frau hübsche Dame Dornbrecht. Ich wollte nur gucken, ob alles schon schön verschlossen ist bei Ihrem Koffer. Ich hab Sie ganz genau im Auge, junger Mann. Passen Sie bloß auf, wenn Sie hier vor sich haben. Es tut mir leid, ich nehme Ihren Koffer. Besser ist. Sehr gut. Ja. Steigt jetzt nun alle aus und blickt euch ein wenig verdutzt um. Und ihr seht am Zürcher Bahnhof, der wunderschöne Jugendstil-Bahnhof ist noch nicht ganz fertig, aber im Aufbau. Und ihr könnt durch die leere Halle in die Bahnhofstraße blicken, die sehr prächtig gestaltet ist. Und an der Bahnhofstraße steht ein Angestellter vor einer Kutsche, der ein Schild hochhält, wo Paya oben steht. Hallo hier! Es kommt Junge, da sind Sie ja. Genau, es kommt ein bulliger Mann mit großer Nase und schwarzem Haar auf euch zu. Sein Gesicht glatt rasiert und ein recht grimmiger Blick. Hartwig, bitte mal einblenden. Sehr gerne. Und er begrüßt euch ruppig und sagt: Guten Tag, die Damen und die Herren. Mein Name ist Hartwig Gstühl. Ich habe die Aufgabe, Sie zum Anwesen zu bringen. Die Kutsche steht bereits bereit. Geben Sie mir bitte Ihr Gepäck und ich werde es verteuen. Sehr freundlich, vielen lieben Dank. Ja, toll. Ja, machen Sie mal. Sehr gut, sehr gut, vielen Dank. Und er schnappt das Gepäck, wirklich so, ja, 3 Koffer unter einem Arm und trägt das so hoch. Also der hat schon ordentlich Oberarme und packt das dann hinten auf die Kutsche, öffnet die Kutsche und sagt: Nun, die Damen, bitte einmal einsteigen. Ja, dann Alter vor Schönheit, Frau Gutherz, Sie zuerst. Ah! Na gut. Ich helfe Ihnen auch hoch, komm. Oh, danke schön. Okay. Du steigst in die schöne Kutsche ein. Es ist so eine wirklich gut verarbeitete Kutsche und eine mit Ledersitzen. Und du sitzt jetzt schon drin und Agatha steigt nach und auch die Herren kommen rein und es geht los. Es holpert durch die Straßen von Zürich. Ihr seht die Jugendstilgebäude. Ihr seht Leute dort arbeiten. Ihr erkennt von Weitem ein bisschen was vom Zürichsee und es geht für euch hoch auf den Hügel. Und nach so circa 20, 30 Minuten Fahrt seht ihr langsam ein Anwesen näher kommen und Hartwig ruft nach hinten: Die Herrschaften, machen Sie sich bereit, wir sind gleich da, komm, also richten Sie sich bitte. Diese Kutschenfahrten sind immer sehr, sehr schlimm für meine Gelenke. Aber endlich sind wir hier, Wahnsinn. Wem sagen Sie das? Mein Steiß tut schon weh wie sonst was. Ihre neue Wohlbefinden. Ich hab, glaub, das falsche Bier erwischt im Zug. Ich hoffe ja, dass auf der Feier auch ein paar jüngere Leute sind. Wir sind doch jung genug, oder? Ihr erreicht die Villa. Nicht. Und Tai, du darfst auch das Villa-Bild einblenden von der Villa Paya.
Und oh, schönes Anwesen. Das Hartwig bleibt jetzt nun stehen und steigt aus, macht euch die Tür auf und sagt, bitteschön, steigen Sie aus. Und er hält auch quasi jedem helfend die Hand hin und sagt so, ich lade jetzt die Koffer dort ab. Ich muss leider die Pferde noch versorgen gehen, also bitte ich Sie, die Koffer selbst zu tragen. Es tut mir wirklich außerordentlich leid. Ich hoffe, das ist okay für Sie. Welche? Es ist annehmbar. Aber bitte auf meinen Koffer aufpassen, da ist Glas drin, ja? Frau Gutherz, Dorothy, darf ich Ihren Koffer vielleicht abnehmen? Ja, ich bitte darum. Frau Gutherz, passen Sie da bloß auf, der hat seine Finger schon an meinem Koffer. Ich wollte nur meine Fingerfertigkeit ein bisschen unter Beweis stellen. Ja, vielleicht nehme ich da doch die Koffer lieber selber. Meine Damen, wenn ich helfen darf. Herr Dürnberger, Sie sind noch ein wahrer Gentleman. Ja, aber natürlich. Das war doch nur ein Scherz, Herr Doktor. Ja, aber Herr Preisner, ich habe auch ein Auge auf Sie. Hartwig steigt wieder auf den Kutschbock und sagt zu euch noch, also, das ist das Feiernwesen. Im Haus wird schon jemand sein. Gehen Sie einfach mal rein. Und die Haushälterin oder der Haushälter ist sicher schon da. Die Herren und Damenschaften, darf ich mich eigentlich noch euch kurz vorstellen? Vielleicht kennen Sie mich ja schon, ich bin... Jetzt geht das wieder los. Den Herrn Doktor kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Ich bin das ist richtig. Preis. Warum sind Sie denn hier? Mein Vater... Sie kennen ja meinen Vater. Kennen Sie doch meinen Vater, richtig? Joachim Fiedel? Ja, wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin der Sohn des großen Erfinders. Aha, Joachim, der Sohn des großen Erfinders von wem? Joachim Fiedel, den kennt man doch. Joachim Fiedel, ja, das ist mir bekannt. Der Herr mit dem Telefon. Ich bin der Sohn, ja, genau. Ach ja, das Pferd frisst keinen Gurkensalat, ja, ja. Pferde mag ich gern, ja. Pferde ja, richtig. Mögen Gurkensalat, genau. Genau. Ja, ich verstehe. Und Sie sind? Diesen Mumpels haben Sie sich einverlassen, oder wie? Oder Ihr Vater? Mit dem Telefon? Ja, richtig. Ich war auch dabei, ja, klar. Ich war federführend dabei. Das heißt, ich hab die Feder geführt. Sie sind dafür verantwortlich, dass jetzt hier überall diese verdammten Leitungen gelegt werden, oder was? Ja, wunderbar, die oder? Die ganze Industrie. Also, das ist... Ich meine, ich verstehe ja den Vorteil daraus, ne? Aber wir haben ja auch andere Kommunikationsmittel. Für was brauchen wir denn jetzt hier diese landschaftlichen... Effizienz. Diese Patzer, das ist auch nicht mehr schön. Dr. Liegenberger, Effizienz. Effizienz. Preis, haben Sie denn irgendetwas dazu beigetragen, dass Ihr Vater das geschafft hat? Oder waren Sie einfach nur dabei? Federführend. Ich habe die Feder geführt. Also jede Notiz habe ich... Seit ich klein war, haben wir das begleitet, das Projekt. Also einmal Danke Sie haben sagen quasi Protokoll geführt, was jedes Kind kann. Ja. Okay. Können Sie denn schreiben? Mein Handwerk ist die Schrift. Und ich kann, ich immer noch vor dem Anwesen. Aber es wird doch langsam kalt. Gehen wir doch. Schreiben Sie sich mal eins hinter die Löffel, junger Mann. Genau. Halten Sie sich fern von meinem Koffer. Löffel sind hier auch dabei. Sind das teure Löffel? Ja, ich hoffe doch. Ah, oh, hab ich da Löffel gehört? Das Anwesen ist mit einer relativ hohen Rosenhecke umschlossen. Und es ist ein kleines, aber sehr zierlich gestaltetes Gartentor, vor dem ihr nun steht. Und von irgendwo hinten hört ihr Hundegebell. Ich hoffe, diese Hunde sind nicht so aggressiv. Ich liebe Hunde. Ich hatte als kleines Kind selbst einen ganz, ganz niedlichen. Ich kann gut mit Hunden. Ja, ich hoffe, die erinnern sich noch an mich. Ich bin schon... echt. Ich war lange nicht mehr hier. Ich hoffe, die erinnern sich noch an mich. Agatha, öffnest du dann die Tür zum Anwesen? Aber ich öffne auch die Tür. Ich öffne die Tür ganz unerschrocken. Ach, Herr Dürnberger, machen Sie sich keine Sorgen. Mich haben schon größere Hunde angesprungen. Gut, ja, ich verstehe. Und tatsächlich, als du das Gattertor aufmachst und reingehst, kommt wirklich ein großer Berner Sennhund daher gesprungen und
beginnt auch so leicht zu knurren und schaut dich so skeptisch an. Ich versuche, den Benazen-Hund strikt zurechtzuweisen, dass er sich hinsetzt. Okay, hast du ein Talent, das das irgendwie legitimiert? Überzeugungskraft. Ja, das lassen wir mal durchgehen. Würfel mal auf Überzeugungskraft. Währenddessen... Okay. Hat das funktioniert? Ja. Und was hast du? Eine... 96. 96, korrekt. Ist das über deinem Wert, was du hast, oder unter deinem Wert, was du auf Überzeugung hast? Das ist über meinem Wert. Über deinem Wert. Ja, der Hund blickt dich grimmig an und er hört zwar auf zu bellen und kommt auf dich zu und du hast das Gefühl... Du hast ihn voll unter Kontrolle. Du hast gut auf ihn zugeredet. Er schlägt dir so über die Hand und dann hebt er sein Bein und pinkelt dir an den Rockzipfel. Ah, du miese kleine Töne, das war so nicht geplant. Jetzt muss ich mich umziehen. Was ist das denn? Deswegen hasse ich Hunde. Eklige Viecher. Deswegen meinte ich, sie sollen vorsichtig sein. Ja, das ist eine ganz schöne Rotzlöffel hier. So lang für ruhig. Wäre ich doch nur zu Hause geblieben. Der Hund verschwindet wieder irgendwo auf dem Anwesen und ihr könnt euch weiter zur Tür durchkämpfen. Jetzt mit Agatha, einem urinierten Rockzipfel, seht ihr, dass an der Tür eine Notiz klebt. Wer von euch öffnet die Notiz? Sachen öffnen, da bin ich ganz weit vorn. Genau, also der kleine Brief, der an der Tür klebt, du machst ihn auf und es steht drin: Hochgeachtete Gäste, ich bin untröstlich, dass ich Sie nicht persönlich in Empfang nehmen darf. Leider zwangen mich die Verpflichtungen, nochmals in die Stadt zurückzukehren. Ich werde alsbald wieder zu Ihnen aufschließen. Ich bitte vielmals um Verzeihung und erhoffe, dass Sie mir dennoch mit Wohlwollen entgegentreten werden. Ich habe in der Stube bereits einen Apéro für Sie vorbereitet. Sie können aber auch gerne die Zimmer im ersten Stock beziehen. Ich habe alles für Sie vorbereitet. Ehrfurchtsvoll, Albrecht im Turm. Und alle, die, also ihr wisst, Dietmar weiß und auch Agatha, ihr beide wisst, dass Albrecht der Hausangestellte von Ferdinand Peyer ist. Ihr kennt den auch so mehr oder weniger gut, hattet ja auch schon mal Kontakt, weil ihr vor einigen Jahren mal hier wart. Genau. Wer ist dieser Ferdinand? Das ist die... Ferdinand ist unser Gastgeber, der andere ist Personal. Ah ja, Ferdinand. Was machen Sie hier eigentlich, Herr Preis? Also ein Haushilfsjunge oder... Dann ist er ja nicht so wichtig. Der macht seine Sache ganz toll. Der ist schon lange Jahre hier. Der wird groß um uns kümmern, bis der wieder da ist. Der Ferdinand. Ein Goldengel. Aber da er uns nicht empfangen kann, ist die Tür denn geöffnet wenigstens? Ja, kommen Sie bitte herein. Ich übernehme das einfach mal. Ja. Ich führe Sie etwas rum, ja? Genau, du machst die Tür auf, Dietmar, und sie ist unversperrt. Und ihr könnt das Peyer-Anwesen ganz einfach betreten. Einfach bitte mal das Untergeschoss einblenden. Ihr erkennt, ihr seid jetzt vorne reingegangen, bei der Türe, und ihr steht jetzt in einem langen Gang. In dem Gang sind so einige Ritterrüstungen aufgereiht, links und rechts. Links geht eine Tür rein, vorne seht ihr eine weitere Tür rein. Und Dietmar, du weißt eigentlich, und auch Agatha, ihr beide wisst, wo die Räumlichkeiten mehr oder weniger sind. Also zu eurer Linken befindet sich der Speisesaal, zu eurer Rechten befindet sich die Stube, wie auch eine Garderobe und die Waschräume. Und mehr quasi habt ihr in dem unteren Stock nicht quasi gesehen, das letzte Mal, als ihr da wart. Wie war das nochmal im Brief? Aperol? Gab's da was?
Aperol? Sie denken immer nur ans Trinken, Herr Preis. Wir müssen diesen Rahmen natürlich gebührend feiern. Ja, also wollen Sie vielleicht erstmal ankommen und die Koffer abstellen, bevor Sie hier da direkt war wieder was mit den Koffern, richtig. Die Koffer. Ja, ich würde die Koffer tatsächlich erstmal einfach in Gang abstellen. Wir warten, bis uns die Räumlichkeiten zugewiesen sind. Und ich würde sagen, wir machen uns erstmal im Wohnzimmer bequem, machen ein Feuerchen an, ja. Und warten, bis der liebe Herr Ferdinand sich dann auch mal dazu gedenkt, hier vorbeizukommen. Ich weiß zwar nicht, warum ich jetzt hier für ihn den Hausherrn spielen soll, aber ne, so ist das nun mal. Also machen Sie es sich bequem, ich hole Ihnen was zu trinken. Ich begleite Sie gerne. Eine kleine Umfrage läuft noch. Denn der Chat darf wieder entscheiden, ob sich, nachdem sich die SpielerInnen eingefunden haben, doch in die Stube setzen sollen, wie Dietmar Dirnberger das vorgeschlagen hat, oder ob sie vielleicht doch ein bisschen Wunder nimmt und sie hochgehen zu den anderen Räumen. Einfach abstimmen im Chat. Der Chat entscheidet, was jetzt passieren wird. Ihr habt jetzt noch gut 20 Sekunden Zeit, um euch für eine Option zu entscheiden. Es glaube ich ziemlich eindeutig. Ja, es ist relativ eindeutig. Und zwar, nachdem ihr euch einen Drink in der Stube geholt habt und eure Koffer auch dort abgestellt habt, interessiert es euch doch schon ein bisschen, so wie das Haus aussieht. Vor allem dich, Oskar, und dich, Dorothea, ihr habt schon so ein bisschen die Nase spitz. Ich wollte gerne wissen, wie Paya so lebt. Liebste Dorothea, schauen wir uns ein bisschen oben um? Sehr gerne. Ich bin gespannt, welche Reichtümer Ferdinand denn so besitzt. Dann gehen wir die Treppen hoch. Agatha, wollen wir uns es unser bequem machen und vielleicht ein Gläschen genehmigen? Herzlich gerne, ja. Holen Sie was zu trinken aus der Küche und ich setze uns mal zu den Koffern, ja? Sehr gerne, so machen wir das. Großartig. Und in dem Zuge würde ich dann gerne diesmal den Koffer von dem Herrn Preis mal unter die Lupe nehmen. Na dann würfel du mal auf Schlösser knacken. Das hast du ja nämlich. Also dann einen W100er bitte und wir schauen, was da rauskommt. Ob Agatha es schafft, den Koffer von Dr. Dietmar Dirnberger zu öffnen oder nicht. Eine 64. Ist das drüber oder drunter? Mein Koffer? Ich dachte von Herrn Preis. Von Herrn Preis, ja. Von Herrn Preis. Tut mir leid. Und? Das zählt jetzt unter Schlösser knacken. Dann ist es drunter. Drunter. Du machst dich kurzerhand an den Koffer ran, nimmst eine Haarnadel aus deinem Kopftuch raus und es macht Klick und ihr Koffer geht auf. Was haben wir denn da? Ja, Oskar, erzähl mal, was hast du denn in deinem Koffer drin? In meinem guten Koffer sind ganz viele Magazine zum Thema Elektrotechnik und ihr seht auch eine damalige Version des UND-Magazins, weil ich die Pferde doch sehr interessiere. Was noch unter anderem dabei ist, sind ganz viele Verkleidungen und einen neumodischen, nicht funktionierenden Rechenapparat. Ich bin stark gelangweilt und mache den Koffer wieder zu. Okay. Ja, es hat es irgendwie nicht so retiert für dich. Und was macht denn Dietmar währenddessen? Ja, ich mache schön die Getränke klar für Frau Dornbrecht und mich. Du siehst jetzt in dieser Stube, in dieser gut eingerichteten Stube mit einem schönen Holztisch, großen Ohrensesseln, Büchern überall, einem Klavier auch drin, siehst du, dass ein Globus dort steht und du weißt von deinem letzten Besuch, dass dort sich der gute Schnaps, Brandy, Whisky dort befindet und du gehst hin, nimmst zwei Gläser raus und schenkst euch entsprechend ein. So, Frau Dornbrecht, hier, bitteschön. Ach, Herr Dornberger, Sie wissen, wie man eine Lady behandelt. Jetzt auf einen entspannten Abend. Dafür muss ich sagen, also die Jugend hier, die eingeladen wurde, die weiß sich nicht zu benehmen. Also würde ich mich
in ihre Stelle versetzen. Ich würde nicht einfach mal hier in dem fremden Haus so herumsuchen und ich würde einfach auf den Gastgeber warten. Unhöflich, unhöflich. Ich frage mich, was die gerade machen. Die Jugend und die Etikette, das kann nichts mehr werden. Ja, und was machen denn die Jungen oben im Obergeschoss? Sehen wir dir aufs Obergeschoss? Ja, ihr könnt, du kannst gerne mal das Obergeschoss öffnen. Und ihr seht, also geht die Treppe hoch und ihr seht jetzt einen langen Gang. Und in dieser lange Gang, der hat rechts und links auch noch einige Türen weg. Und ihr vermutet, dass dort sich die Schlafzimmer befinden. Aber das ist jetzt mal nur vorab eine kleine Vermutung. Liebe Dorothy, Sie haben ja irgendwas von Reichtümern erzählt. Sind Sie denn... Da bestimmt irgendetwas versteckt. Was genau suchen Sie denn? Hier oben muss es doch auch ein Büro geben oder irgendetwas, wo man Reichtümer verstecken kann. Soll ich das mal umschauen? Wollen Sie jetzt sagen, Sie wollen die Reichtümer stehlen? Ich will nur schauen, inwieweit der Herr Payer denn vielleicht ein bisschen Geld besitzt. Das würde mich interessieren. Also du weißt, stehlen dass er recht wohlhabend ist. Halt, immerhin hat er einen eigenen Angestellten, der nur für ihn arbeitet. Also das ist schon ein Zeichen für ein gut betuchtes Leben. Ich suche oben nach einem Badezimmer ab, denn so viel wie ich getrunken habe die letzten 3-4 Stunden, ist meine Blase recht voll. Du gehst, du suchst ein bisschen rum und du läufst in den hinteren Teil des Hauses, also gen Osten, und dort findest du wirklich eine Toilette. Du kannst dich erleichtern. Mhm. Ja. Dorothy, du bist jetzt alleine. Hier oben ist es ja recht langweilig. Mhm. Wie viele Schlafzimmer gibt es denn? 2. Heißt das, wir werden hier zu zweit in einem Zimmer jeweils schlafen müssen? Ich bin im WC noch. Du führst gerade Selbstgespräche. Ja. Nee, ich gehe wieder runter. Mir ist langweilig. Ich will auch etwas trinken. Ja. Du gehst runter und du triffst jetzt die anderen in der Lobby, die sich gemütlich unterhalten. Und Herr Preis kommt jetzt alleine aus der Toilette raus und sieht, dass seine Begleitung jetzt wieder verschwunden ist. Gut. Ich weiß, dass der Ferdinand ein liebster Freund der Rätsel ist und deswegen will ich mal die Räumlichkeiten ein bisschen abtasten, ob ich was finde. Du machst die ersten 2 Türen auf und du siehst nur, dass es sich hierbei um Schlafzimmer handelt. Sind denn Flaschen oder Getränke dort? Ja, in jedem ist eine Flasche Wasser bereitgestellt. Wasser? Nee, dann gehe ich wieder runter. Dann gehst du runter und die anderen haben sich jetzt auch unten versammelt. Und gerade als du runterkommst, kommt Albrecht nach Hause. Albrecht im Turm ist ein kleiner Mann mit blondem Haar und rasiertem Gesicht. Seine Gestalt wirkt wirklich zierlich und man könnte meinen, wenn er nicht gerade spricht, ist er gar nicht im Raum. Also er hat eine Präsenz, die einfach nicht wirklich auffällt. Er ist so der perfekte Dienstbote im Endeffekt. Und er sieht dich und er sagt so, guten Tag, Herr Preis, richtig? Ja, Oscar Preis ist mein Name. Ja, also du kannst doch gern Albrecht einspielen. Sehr schön, dass Sie sich eingefunden haben. Haben Sie bereits Ihr Zimmer bezogen? Wunderbar. Gehen wir doch in die Stube. Was halten Sie davon? Herr Game Master, welcher von denen ist der Albrecht? Er heißt Albrecht. Ich habe leider keinen Albrecht in meinem Ordner. Du hast keinen Albrecht in dem Ordner? Na, dann gehen du und Albrecht weiterhin entlang in die Stube und ihr trefft jetzt die anderen währenddessen. Wenn ich vorstellen darf, mein bester Freund, Herr Albrecht. Vorstellen, den kennen wir doch schon längst. Oh. Guck mal, Herr Dürrenberger, wer ist denn da? Hallo, ja, grüß da dich. Ja, die gute Fee des Hauses. Frau Dornbrecht und Herr Dürrenberger, wunderschön, dass ich Sie mal wieder treffen darf.
Haben Sie, war die Fahrt gut? Sind Sie gut klargekommen mit den holprigen Schwierigkeiten hier? Ja, mit dem Alter wird das schwer, muss ich sagen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, früher war alles besser. Ja. Ich habe so das Gefühl, die Fahrt war früher weicher. Ja? Mhm. Ich weiß nicht, was okay. da passiert ist. Ah, ja. Gut, es kann natürlich sein, dass die einen oder anderen Straßenarbeiten doch zu Schwierigkeiten geführt haben. Und ich entschuldige mich natürlich im Namen von der Stadt Zürich, dass es Ihnen solche Schwierigkeiten doch gegeben hat bei der Reise. Machen Sie sich nicht Spaß. Etwas zu trinken? Ja, weil, also ganz cool, das ist ja alles schön und gut mit dir, aber hier unser Preis... Ja, Sie sagten Sie nicht, Sie sind Erfinder? Das wäre doch mal was für Sie. Sorgen Sie doch mal dafür, dass es für so ältere Personen wie mich doch mal etwas angenehmer wird, im Alter sowas zu fahren. Das wäre doch mal. Was soll ich erfinden? Ich brauche Ihre Idee. Ja, also. Brauchen Sie das? Naja, ich dachte mir, ich tue Ihnen einen Gefallen. Sie sagten, Sie sind Erfinder, oder? Ja, Erfinder. Ich erfinde alles. Ja, dann lassen Sie sich doch mal was einfallen, was für so etwas ältere Personen wie mich hier und Frau Dornbrecht vielleicht angenehmer machen lässt für eine Fahrt, ne? Vielleicht sowas das wie ein Stuhl mit Rädern? Sie sind da an was Großem dran. Das klingt Stuhl ein bisschen verrückt. Ein Stuhl mit Rädern soll es vielleicht sein? Damit der alte Herr... Daran habe ich jetzt nicht gedacht, nein. Und sich alle Knochen bricht. Alles klar. Stuhl mit Rädern. Eure Kraft. Jedenfalls, Herr, wie war Ihr Name? Albrecht Imtorn. Sie können mich auch einfach Albrecht nennen. Albrecht, ich bin übrigens Dorothea Gutherz, hallo. Ja, Frau Gutherz, ich habe schon viel von Ihnen gehört. Herr Peier spricht ständig von Ihnen. Sie müssen eine sehr imposante Person sein, richtig? Also, das hoffe ich doch, dass ich einen Eindruck gemacht habe bei Herrn Peier. Schön. Ja, ich sehe, Sie haben ja auch schon etwas zu trinken. Also wenn wir schon alle versammelt sind... Trinken? Darf ich einen Toast? Nee, das überlasse ich Sie gerne Ihnen. Wem überlassen Sie das? Verzeihen Sie das unhöflich? Ihnen natürlich. Mir? Nein, ich bin nur ein einfacher Angestellter. Also ich bitte Sie, wenn Sie dann... Sie sind nicht wichtig hier? Nein, ich bin nur der Haushälter. Mir obliegt es nicht, einen Toast auszusprechen. Bitte, Frau Dornbrecht, wäre es Ihnen genehm, wenn Sie vielleicht den Toast aussprechen? Immerhin. Ich dachte schon, Sie fragen nie, mein Junge. Das ist doch meine leichteste Idee. Sollte nie wieder zusammenkommen. Wie sagt man bei uns in Leipzig so schön, zur Mitte, zur Titel? Zack, zack, zack. Hört und prostet euch mit so einem imaginären Glas zu. Und er sagt jetzt so, also es ist schön, dass Sie auch alle eingefunden haben. Wir werden heute einen Festanlass für Herrn Peier feiern. Deshalb hat er Ihnen ja auch die Nachricht zugesandt. Es werden daher Vertreter der Familie und Partner des Herrn Peiers zugegen sein. Die Feierlichkeiten beginnen um circa 15 Uhr. Leider muss ich daher nun etwaige Vorbereitungen treffen. Sie können sich aber gerne auf dem Gelände weiter umsehen. Die Sonne steht ja noch hoch und von hier hat man einen wunderbaren Blick über die Dächer von Zürich. Fühlen Sie sich also wie zu Hause. Haben Sie vielen Dank. Und sehr Albrecht gerne. Verbeugt sich und geht wieder raus und lässt euch wieder alleine. Ja, wie gesagt, er hat euch jetzt empfohlen, rauszugehen, an die frische Luft ein bisschen so draußen die Parkanlagen zu genießen, die es auf dem Peier-Anwesen sich befinden. Aber ihr könnt natürlich auch gerne woanders noch hingehen, also das ist auch kein Thema. Ich bin dafür. Darf ich kurz? Ja. Ich muss mich ganz kurz ausruhen. Es ist ein bisschen zu viel gewesen für mich. Ich werde mich mal kurz hier hinsetzen und ein Nickerchen machen. Ja, die Jugend von heute trinken, ohne dass sie die Konsequenzen vertragen können. Ich für meinen Teil gehe jetzt hinaus und inspiziere den Kohlgarten. Begleitet sie klingt doch vorzüglich, ja. Ein bisschen frische Luft tut uns gut. Ja. Also, Oskar, du legst dich hin auf das Sofa, wo in der Stube steht. Ja.
Gut, du legst dich hin und du merkst, du wirst ganz schläfrig und müde und irgendwie hat dir der Alkohol auch nicht so zugesagt und du nickst ein. Ihr anderen, ihr geht jetzt die Tür raus, die nach Osten zeigt, in den Wintergarten. Der Wintergarten ist schön eingerichtet mit so ganz schlichten, schön verzierten Möbeln aus Eisen. Und ihr könnt eine der gläsernen Schiebetüren öffnen und in den Außenbereich gehen. Draußen ist ein kleiner Spielstand vorbereitet. Hinten seht ihr ein Gartenhaus. Gerade Agatha, du weißt, dass im hinteren Teil des Hauses sich ein sehr schöner Garten befindet, den Hilda pflegt. Hilda ist die Haushälterin und die Köchin von den Pyres. Juhu, Hilda, grüß dich. Sie ist nicht da. Ah, da habe ich mich verguckt. Es war nur ein Busch in Hilda-Form, ja. Wer ist denn Hilda, Frau Dornbrecht? Ach so, ja, schön, dass Sie fragen, Frau Gutherz. Hilda ist hier Haushälterin bzw. Köchin und kümmert sich ganz hervorragend. Ach so, okay. Aber wo mag sie sein? Sehe ich aus wie Jesus? Woher soll ich das denn wissen? Entschuldigen Sie, ich dachte vielleicht, wenn Sie so viel vom Hause wissen und vom Personal, dass Sie vielleicht auch wissen, was die Hilda denn so treibt. Ich weiß es nicht. Ich habe mit einem großen prunkvollen Empfang gerechnet, dass hier niemand anwesend ist und zieht sich mal ist. Ja, das ist auch wirklich nicht der Rede wert, der Empfang hier. Aber Herr Dirnberger, staunen Sie doch mal, der Kohl wieder wächst. Ja, also das wird dieses Jahr wieder eine fantastische Ernte. Ich kann's schon riechen. Ich freue mich schon aufs Sommerfest. Werden Sie auch wieder kommen? Selbstverständlich, sehr gern, ja. Das wird schön, das freut mich. Frau Gutherz, essen Sie auch gerne Kohl? Ja, schon. Aber ich koche es nicht gerne selbst. Ich lasse mich lieber bekochen. Verständlich. Sind Sie nicht so die Person für Hausmannskost, für die bürgerliche Küche? Schon, aber ich möchte nicht so gerne selbst meine Hände dreckig machen. Ja, wissen Sie, ich damals den Krieg, da war ich froh, wenn ich überhaupt Kohl hatte. Stimmt, Sie sind ja schon etwas älter. Ja, so dieser deutsch-französische Krieg, wenn Sie sich erinnern, ja, können Sie froh sein, dass Sie überhaupt jetzt hier diesen Luxus haben. Nur mal so angemerkt. Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihren Kohl, für Ihren Dienst. Verzeihung, ganz aus dem Häuschen. Ich würde an der Stelle gerne einmal irgendwas Auffälliges bemerke. Ja. Du gehst jetzt rundherum ums Haus, du siehst jetzt die Kohlköpfe und als du beim Garten stehst, siehst du da ins Fenster hinein und da sieht dich eine wirklich alte, zerzauste Frau an, die dir auch so ganz verlegen so winkt. So. Und du weißt, dass das Hilda ist. Ich wusste, sie ist doch hier. Guck mal, da ist die liebe Hilda. Hallo. Auch schon bessere Zeiten gesehen. Genau, und sie winkt nochmal und sie arbeitet weiter. Also du siehst, sie schnipfelt an dem Gemüse dran. Die ist eigentlich bereit dazu, euer Festmahl vorzubereiten für heute Abend. Oh, ich glaube, heute Abend gibt's Kohlsuppe. Das macht sie immer besonders gut. Oh ja. Was gibt es denn heute, Hilda? Hilda ist hinter hinter dem Fenster. Also sie öffnet es. Und also, sagt so, ja. Was haben Sie gesagt? Meine liebe Hilda, was gibt es denn heute zu Abendessen? Das werden Sie schon sehen. Lassen Sie sich überraschen. Die alte Hilda, die macht schon das Richtige. Ja, da bin ich mir sicher. Und sie fängt wieder an so. Und jetzt siehst du, wie so ein Beil hochgeht und dann runterfällt und plötzlich so ein bisschen Blut spritzt. Und ihr fragt euch, ja, was da wohl vorgeht. Ich hoffe, das war nur das Schwein, was es heute Abend gibt. Es sah etwas merkwürdig aus. Das war etwas beunruhigend. Sollen wir vielleicht schnell reingehen und nachsehen? Wäre vermutlich besser. Herr Dirnberger, gehen Sie doch voran. Ja, natürlich. Ich habe kein Problem damit, Blut zu sehen.
Ihr steht ja gerade bei dem kleinen Garten im hinteren Teil des Anwesens und dort ist eine Tür, der Dienstboteneingang, und ihr nehmt den Dienstboteneingang und kommt in die Küche und ihr seht dort wirklich die kleine zerzauste Frau, wie sie mit einem riesen Beil dort steht und gerade eine Schweinehälfte zertrennt. Die Herrschaften, bitte gehen Sie raus, sonst werden Ihre Kleider schmutzig. Nein, lassen Sie das, gehen Sie raus. Sie dürfen hier nicht in der Küche sein. Was wird Herr Peier von mir denken? Wenn Mensch. Ich sie in die Küche lasse. Jeder halt das Haus, da hast du mir nochmal einen Schrecken eingejagt und dann gehen wir wieder raus. Und das war doch. Was schreit denn hier so rum, wenn ich am Schlafen bin? Du hörst das gar nicht. Ich höre das kein bisschen. Am anderen Ende des Albtraum. Hauses, du. Keine Ahnung davon. Und die Zeit verstreicht noch so ein wenig und ihr steht weiterhin draußen im Garten, blickt über Zürich, ist wunderschön, ihr seht in der Ferne den Zürichsee, unten die Altstadt und ihr genießt diesen Anblick und Herr Dirnberger schwelgt noch ein wenig in Erinnerungen vom Krieg und die Damen lauschen weniger motiviert zu. Und Oskar, du hörst, dass Personen vom Haupteingang in das Anwesen schreiten. Machen auch Fußschritte. Fußtritte, Fuß. Ja, ich habe es gehört. Ich stehe lieber auf. Wer ist da? Hallo? Und du siehst, dass nun dass zwei Personen angekommen sind. Mhm. Und zwar ein junger Mann mit hellblondem Haar und einem Schnauzer und eine Frau mit dunklen Haaren, ganz harten Gesichtszügen und einem Hut auf. Und sie macht einen Knicks, er macht eine Verbeugung und sagt, einen wunderschönen guten Abend, werter Herr. Werter Herr Preis, mein Name Oskar Preis, der Finder. Hocher Freud, Herr Preis! Sie kennen mich natürlich. Schön, Sie kennenzulernen. Also, darf ich vorstellen, mein Name ist Johann Konrad Studer und das ist meine wunderschöne, wunderbare, wunderprächtige Frau, Clara Stocker. Ich hoffe natürlich, wir haben einen wunderschönen Abend miteinander. Das hoffe ich doch auf. Die anderen sind draußen am, ich denke, herumtollen. Frische Rückschlappen, Beine vertreten. Ja. Sie wissen doch. Wunderbar. Und die Clara Studer schaut dich an und schaut ihren Mann an und sagt so, Johann, wär's nicht mal an der Zeit, dass du mir den Mantel abnimmst und ich habe Durst. Ich habe Durst, Johann. Johann meinte nur, ja, Liebes, natürlich, selbstverständlich. Komm her, und er nimmt dir den Mantel ab und sagt, dann, wie wäre es, wenn wir gemeinsam in die Stube gehen und uns dort ein weiteres Gläschen gönnen? Ich sehe, Herr Preis, Sie haben ja bereits ein Glas in der Hand. Wollen Sie uns nicht zeigen, wo Stoff versteckt ist? Ja, ist er fast leer. Schenken wir doch mal ein, wir zwei Hübschen. Bestens. Ja, kommen Sie. Und ihr trinkt jetzt gemeinsam. Und auf unser Wohl. Und auf gute Getränke. Und Gesellschaft. Und Herrn, mein Vater. Fiedelpreis übrigens. War das nicht der Erfinder des Phonographen? Fast, ja. Er hat einiges erfunden. Unter anderem das Telefon. Aber wir wollen ja nicht den ganzen Abend nur von ihm reden. Joachim Fiedelpreis, mein Vater. Natürlich. Alles klar. Physiker, genau. Physiker. Jo. Ja, selbstverständlich. Sind Sie in Begleitung hier oder sind Sie jetzt alleine da? Tatsächlich haben mich drei ganz nette Herr und Damenschaften begleitet hierher, aber die sind eben noch draußen, aber die müssen, glaube ich, jeden Moment wieder reinkommen. Natürlich, vielleicht wäre es auch an der Zeit, uns dort auch vorzustellen. Clara, mein Liebes, ja, was gibt es? Sollen wir uns nicht den anderen vorstellen? Natürlich, Johann, dass du das noch nicht gemacht hast, wieder mal typisch für dich. Und die beiden bewegen sich jetzt raus und ihr seht, also... Ich begleite sie mit.
Dietmar, Agatha und Dorothea, Dorothy, ihr bemerkt, dass jetzt diese zwei Personen rauskommen, auch an die frische Luft, und Johann winkt euch zu und sagt: Ach, einen wunderschönen Abend wünsche ich Ihnen. Mit wem haben wir die Freude? Grüß Gott. Das hier ist Frau Dornbrecht, das hier ist Frau Gutherz und ich bin Herr Dirnberger, Dr. Dirnberger. Ja, sehr schön, Herr Dirnberger, Frau Dornbrecht. Ja, mein Name Johann Konrad Studer und meine wunderschöne Gemahlin Clara Stocker. Darf ich kurz fragen, warum ihr eine unterschiedliche Nachnamen führt? Ja, wissen Sie das nicht? Halt, wir haben schon die gleichen Nachnamen, aber wir sagen natürlich immer den Kindsnamen der Frau noch dazu. Eigentlich heißt sie... Ich heiße Clara Studer Stocker, aber natürlich kennt man mich primär als Clara Stocker, deshalb nennt man mich auch so. Ja, mein liebes... Frau Stuhlgang Stocher, ja, sehr erfreut, einen wunderschönen Abend, hallo. Ist ja noch gar nicht so spät, hallo. Und sie blickt dich so an und so, ja, guten Abend, sie... Was riecht hier so streng? Johann, was riecht hier so streng? Oh, Sie meinen bestimmt nur den Kohl. Hier hat niemand Hundurin am Kleid. Das wäre ja verrückt. Fatal. Also wer Urin am Kleid hat, der hat sowieso die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich sehe das sehr ähnlich, aber verraten Sie es der Frau Gutherz nicht. Das ist ihr sehr unangenehm. Wer so eine Frau heiratet hat, ja... Und was ist denn Ihr Anliegen? Warum sind Sie denn hier? Sind Sie auch eingeladen worden? Natürlich sind wir eingeladen worden. Wir sind Freunde der Familie. Ich bin Payers Arbeitspartner. Wir haben zusammen die Zürcher Ostbahn gegründet. Ja, davon habe ich gehört. Sie sind das. Wir kennen uns, glaube ich, noch nicht. Ich meine, ich bin auch Familienfreund, lange Jahre der liebe Ferdinand ist wie ein Sohn für mich. Mhm. Aber ich bin ja auch nicht immer hier, ne? Deswegen, vielleicht haben wir uns da einfach mal verpasst. Aber ich habe schon viel von Ihnen gehört. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Ja, natürlich. Und also, dann sollten Sie ja eigentlich mit Clara fast verwandelt sein. Immerhin ist sie ja die Ziehtochter von dem alten Herrn Payer, also... Ja, ich meine ja auch Sie. Sie war mir unbekannt. Ach... Pardon, ja, es ist mir jetzt aber peinlich, natürlich, selbstverständlich, ich würde sagen, wir gehen einfach wieder rein, was halten Sie davon? Ja, genehmigen wir uns noch einen Drink, oder? Ja, sehr gut, sehr gut. Habe ich einen Drink gehört, da schließe ich mich gerne an. Ihr geht jetzt alle zusammen rein und auch die anderen haben sich währenddessen auch schon in das Anwesen eingefunden, die anderen Gäste, und es stehen weitere Personen in der Stube drin. Und zwar haben Clara Studer-Stocker, kennt ihr jetzt ja bereits, und Johann Konrad Studer auch. Und des Weiteren steht ein Mann mit hoher Stirn und blondgrauem Haar, Falten und etwas älter, hier an der Bar und raucht bereits die erste Zigarre. Du kannst Heinrich einblenden. Heinrich, gerne. Genau. Und auch eine kleine Frau, wirklich eine sehr, sehr zierliche Gestalt, ganz eingefallen, steht sie da und wirkt so auch ein wenig deplatziert. Und das ist Wilhelmina. Und Agatha und Dietmar, ihr kennt Wilhelmina sowieso. Ihr wisst, es ist die Frau von Ferdinand Payer. Ah, Wilhelmina. Ah. Schön, Sie zu sehen. Ist das eine Freude. Wie geht es Ihnen? Was macht die Kunst? Es geht mir hervorragend. Ich bin einfach heute. Was stottern Sie denn so? Sie sehen auch ganz blass aus. Ich glaube, ich hatte vorhin ein bisschen zu viel Kaffee bei den Freundinnen. Geht es Ihnen nicht gut? Soll ich Sie untersuchen? Nein, alles gut. Sie wissen ja, ich und mein Blutdruck.
Ah, das ist immer so eine Sache. Nehmen Sie noch die Medikamente, die ich Ihnen gegeben habe? Natürlich. Selbstverständlich. Sehr gut. Immer weiter nehmen. Und viel trinken. Ja, oh, weniger Kaffee. Herr Doktor, vielen Dank. Ja. Geht es Ihnen gut? Wie war die Fahrt? Etwas rau, zugegeben. Etwas rau. Ich werde doch langsam etwas älter. Es fühlt sich nicht mehr so angenehm an. Ich merke es in den Knochen, ja. Ach ja, schade. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm für Sie und es geht Ihnen weiterhin so gut wie damals. Halt, immerhin sind Sie ja ein Veteran. Ich würde sagen, wir sind ja jetzt schon fast versammelt. Eine Person fehlt noch. Ich glaube, Ulrich ist noch nicht da. Kann das sein? Sie blickt sich so um und sie sitzt. Und jetzt kommt gerade so ein Mann rein und so stattliche Figur, gut gebaut, recht breit auch, aber sportlich, mit schwarzem Haar und sagt so: Oh ja, wie liebe Wilhelmina, da komme ich ja wie gerufen. Oh, schön, dich zu sehen. Zwar ist es noch nicht lange her, aber dennoch, die Fahrt von Bern war wieder mal beschwerlich, sage ich dir. Ja, komm, lass dich küssen. Und er küsst Wilhelmina überschwänglich. Ach, und die anderen Gäste sind ja auch schon da. Oh, ja, Johann, wohlerfreut. Und auch die Frau Studer ist noch da. Heinrich, dich sehe ich ja erst jetzt. Und wer sind denn diese Herrschaften? Ach, hier müssen die neuen Gäste aus Deutschland sein, richtig? Grüß Gott, ja, natürlich. Gegrüßt, Herr. Na, Ulrich Frey, mein Name, hocherfreut. Dornbrecht, mein Name, sehr verstört. Ja, kann ab und zu vorkommen. Ich bin eine sehr schillernde Gestalt. Schillernd. Ich bin Dorothea Gutherz. Ist denn Ihr Nachname auch Ihr Status? Also, wenn Sie damit meinen, ob ich Junggeselle bin, das erfahren wir vielleicht bei einem oder anderen Gläschen heute Abend. Meinen Sie nicht? Immerhin haben wir noch genügend Zeit. Sehr gerne. Na, wunderbar. Ich denke, der Herr Peyer wird jetzt sicher bald mal eintrudeln, halt. Immerhin ist es jetzt schon fast 4. Und Albrecht lässt wieder auf sich warten. Und ihr habt euch jetzt mittlerweile so selbst den Whisky und den Wein eingeschenkt und es vergeht noch mal eine halbe Stunde und Albrecht kommt jetzt rein und sagt so: Wunderschönen guten Abend, die Herrschaften. Also schön, dass Sie alle eingetroffen sind. Leider fehlt Herr Peyer noch. Ich würde sagen, wir warten noch mal eine halbe Stunde, aber dann wäre es Zeit vielleicht fürs Essen, also wenn Sie wollen. Wahrscheinlich arbeitet er einfach wieder an den Finanzen für die Firma. Sie kennen es, Herr Loser, Sie kennen es. Herr Studer, es ist halt immer sehr schwierig hier. Aber schön, dass Sie da sind. Darf ich Ihnen noch irgendwas zu trinken anbieten? Zu trinken gern, mein Glas ist leer. Und wissen Sie zufällig, warum wir eigentlich hier sind? Wieso? Ich glaube, Sie haben schon ein bisschen zu viel getrunken, Herr Preis. Ihr Glas ist leer, aber Sie sind voll. Wir sind hier, um zu feiern, Sie Suffnase. Genau, feiern klingt gut. Das machen wir. Und nicht wieder einschlafen auf der Couch. Also, ich Sie bin sind jetzt eigentlich wieder als das. Ich bin, ja. Okay, du hast ordentlich getankt. Und ihr seid jetzt doch noch einige Zeit dort in der kleinen Stube und dann merkt ihr aber so langsam, wie die Stimmung kippt. Es geht so langsam auch die Geduld verloren. Wo bleibt Peyer? Was fehlt denn eigentlich? Und ihr fragt jetzt auch mal wirklich so explizit nochmal nach. Ja, wo ist er denn, der Peyer? Langsam wird es aber etwas unfreundlich. Genau, und auch Albrecht so meint so: Ja, also, das wundert mich jetzt auch wirklich. Ich bin erstaunt, dass Herr Peyer sich so viel Zeit lässt. Also, das ist ja sonst gar nicht der Fall von Herrn Peyer. Ich denke, ich sollte einfach mal nachsehen, wo der Herr ist. Also,
Vielleicht befindet er sich noch in seinem Büro. Die Herrschaften, möchten Sie mir vielleicht folgen oder soll ich... Nein, warten Sie besser hier, warten Sie besser. Ich kümmere mich um alles. Sie sollten ja Ihren Abend genießen. Einen Moment bitte. Und er geht hoch. Frau Dornbrecht? Bitte? Meinen Sie, Hilda hat vielleicht doch was in der Küche versteckt? Ich meine, es hat ja eine Weile gedauert, bis wir von hinten wirklich in die Küche dann gegangen sind. Nicht, dass Herrn Feier das geschehen ist. Frau Gutherz, das einzig Gute an Ihnen ist nicht nur das Herz, sondern auch die Vorstellungskraft. Und lachen Sie sich einfach mal nicht lächerlich. Das wird schon alles in Ordnung sein. Der steht bestimmt nur im Stau. Im Stau. Mit der Kutsche. Hier recht, in Niemandsland. Recht ungewöhnlich. Ja, nicht, dass Sie da eine Panne hatten, was? Pannen? Ich habe eine neue Erfindung. Vielleicht später mehr. Nicht, aber dass die Achse gebrochen ist, aber kurz, plötzlich vielleicht sollte irgendwer... Plötzlich kommt Albrecht zurück und sagt, meine Herrschaften, ich habe geklopft und es hat niemand aufgemacht. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo Herr Peier ist. Also, vielleicht in der Firma? Ich weiß es nicht. Hatten Sie vorhin noch gesagt, er ist in der Stadt? Ist er denn schon hier? Und Herr Studer meldet sich zum Wort und sagt so, also Heinrich, hast du den Friedrich, hast du ihn neulich gesehen, heute in der Firma? Und der dickliche Mann dreht sich zum Mund und sagt so, nein, ich hab den heute gar nicht gesehen, der muss heute hier sein. Immerhin feiern wir ja für ihn. Es scheint so, dass hier was nicht mit rechten Dingen zugeht. Herr Dirnberger, stimmen Sie mir zu, wenn ich sage, ich würde gerne einmal in das Büro eindringen? Ich habe eine natürliche, angeborene Fertigkeit des Schlösserknackens. Ich würde diese zur Verfügung stellen. Das ist ja was. Das ist sehr höchst interessant, aber haben wir hier nicht doch einfach irgendwo einen Zweitschlüssel? Oder einen Generalschlüssel? Nein, also Albrecht meldet sich. Nein, es tut mir leid. Ich glaube, wir haben hier keinen. Sonst sind auch die Räumlichkeiten nie abgeschlossen. Ja gut, Frau Dornbrecht, dann... höchst ungewöhnlich. Dass Sie das können, aber es wird schon so seine Richtigkeit haben. Dann bitte nach Ihnen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ihr geht hoch in den ersten Stock und Albrecht weist euch auf das Zimmer ganz hinten zu. Also ihr seht, das ist die einzige noch verschlossene Tür, denn Oskar hat die vorherigen Türen nicht zugemacht, als er sich durch die Schlafzimmer gewühlt hat. Da war ja auch nur Wasser drin. Genau, und Herr Imton, also Albrecht, geht noch einmal zu dem verschlossenen Raum hin, klopft und fragt so, Herr Peier, sind Sie da? Ferdinand Peier, hallo? Und nichts ist zu hören aus dem Raum. Jetzt geh mal beiseite, Jungchen, jetzt übernimmt das mal die Frau Dornbrecht und ich versuche, das Schloss zu knacken. Dann versuch bitte mal, das Schloss zu knacken. Sehr gern. So, dann nehme ich doch mal meine Haarnadel und schaue einmal. Ich habe eine 55. Und damit müsstest du es, glaube ich, geschafft haben. Damit ist das Schloss geknackt. Du gehst ran, ganz behende, nimmst du wieder deine Haarnadel raus, zack, 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 macht's, klick, macht's und die Tür ist offen. Der Raum ist dunkel und als ihr betretet, macht Albrecht Licht. Ihr erkennt einen großen hölzernen Schreibtisch auf dem Berge von Papier stehen. Im hinteren Teil des Raumes ist ein ausgestopfter Bär mit fletschenden Zähnen. Vom Peier aber keine Spur. Das Büro wirkt allerdings nicht, als wäre hier eingebrochen worden. Also es wirkt weiterhin sehr geordnet. Die Unterlagenberge wirken chaotisch, aber es scheint ein System dahinter zu sein. Du und Herr steht jetzt in dem Raum gemeinsam mit Albrecht und Albrecht ist ganz aufgelöst. Was geht hier vor? Also werte Herr Peier würde doch niemals eine Feierlichkeit nicht beiwohnen. Er lässt nie Verabredung aufnehmen. Hier muss etwas geschehen sein. Es muss sich ja um eine Entführung handeln. Ich werde die Polizei rufen. Und er stürmt runter. Aber der Ferdinand scheint ja gar nicht hier gewesen zu sein. Da hat er ja sein Büro abgeschlossen. Hier sieht alles tipptopp aus. Mhm.
Die Frage ist, wie ist ein Büro von innen abgeschlossen, wenn niemand darin ist? Ist denn, da ist doch niemand darin. Der, ja, wie ist es? Es gibt ja keinen Zweitschlüssel. Helbrig meinte ja, es sind nie Räume abgeschlossen. Das ist schon sehr merkwürdig. Vielleicht wollte er seine Dokumente schützen, ich bin mir nicht sicher. Aber scheinbar ist der liebe Ferdinand nicht im Büro, hat sein Büro zugesperrt und jetzt ist er verschwunden. Die Frage ist, wo ist er denn? Ich dachte, er ist in der Stadt, vielleicht ist er auf dem Weg irgendwie verschollen, vielleicht hat er einen Achsenbruch mit seiner Kutsche, wer weiß. Ja? Vielleicht sollten wir dann doch irgendwie das örtliche Amt informieren, dass wir da vielleicht auch gemeinsam suchen können. Ich finde, wir sollten uns hier einmal sehen. Ist das nicht geheuer, wie Frau Dornbrecht schon sagte, von abgeschlossen? Das ist schon sehr merkwürdig. Ihr guckt euch in dem Fall ein bisschen um. Hat jemand von euch eine Fähigkeit, die so ein bisschen so auf Aufspüren, Nachforschen Orientierung hätte ich. Gemacht ist? Ja, okay. Sonst noch irgendjemand was? Nicht direkt, ne. Okay. Moment. Ihr dürft alle mal auf euren Handeln Wert würfeln und Oskar, du darfst auf das Orientieren würfeln. Okay. Dann lasset die Würfeln rollen. Einfach so abwechselnd. Wir beginnen mit Agatha, dann kommt Dietmar, Dorothea und Oskar. Ich habe eine 7. Somit okay, habe ich... Ja. Es geschafft. Du hast sogar einen kritischen Erfolg. Ich habe außerdem noch Liebe. Da ich das Level erreicht habe, meine lieben Damen und Herren, wo ich nicht mehr durstig bin heute, würde ich gerne meine Nase in die Unterlagen werfen. Was erkenne ich denn da? Gut. Also, hingegen, du hast relativ schnell so ein bisschen dich umgesehen und hast so Motive gesucht. Währenddessen hat Herr Dürnberger sich dem Bären gewidmet und starrt jetzt fasziniert den Bär an. Ein prachtvolles Tier. Oskar, du schleichst so ein bisschen auch um den Tisch herum und dann findest du einen Lappen. Dieser Lappen, auf den habe ich gewartet. Da ist noch was, da strahlt noch was aus. Da strahlt noch was aus. Und dann nehme ich ihn. Ja, und er stinkt. Er stinkt fürchterlich. Er stinkt ja schlimmer als ihr Kleid, Frau Dornbrecht. Es war bestimmt wieder dieser Hund. War das der Hund? Wartet mal. Nein. Nein, das Odeur ist ein anderes. Dr. Dürnberger. Sie haben ja auch mit gewissen Chemikalien schon zu tun gehabt. Kennen Sie diesen Geruch? Na, riecht ein bisschen nach Ammoniak, oder? Bin mir nicht sicher, aber meine Nase ist nicht mehr die beste, wissen Sie? Frau Gutherz, kann es sein, dass Sie den Geruch erkennen? Ich würde Herrn Dürnberger zustimmen. Ist vielleicht Herr Payer irgendwo hier versteckt? Warum sollte er sich denn verstecken? Das ist auch seine Feier Nein. hier. Nicht, dass er sich selbst versteckt, sondern wurde er vielleicht versteckt? Wobei, die Tür war von innen geschlossen. Ich bin verwirrt. Dieser Bär. Unterhaltet euch und jetzt kommt Albrecht Koch und ist wirklich außer sich. So, es ist fürchterlich. Es ist wirklich fürchterlich. Ich glaube, wir sollten in die Stube gemeinsam gehen. Ich habe Wichtiges zu berichten. Und ihr geht runter und die Gäste sind jetzt versammelt und es kommt dazu, dass Albrecht sich jetzt äußert und sagt, also, ich möchte Sie nicht beunruhigen, aber heute Nachmittag hat jemand in der Limmat gebadet und ist daher nicht auffindbar. Alle Kapazitäten der Polizei beschäftigen sich gerade mit diesem Fall und Herr Payer ist nicht aufgetaucht. Ich bin jetzt selbst ein wenig beunruhigt, möchte aber Sie nicht beunruhigen. Ich würde mal vorschlagen, natürlich, wenn es für Sie genehm ist, dass wir jetzt in den Speisesaal gehen und dort trotzdem unser Mahl einnehmen. Immerhin wäre es eine Verschwendung, wenn unsere werte Haushälterin den ganzen Tag in der Küche gestanden wäre und jetzt das Essen fortgeworfen werden würde. Also bitte ich Sie einfach mal in den Speisesaal zu gehen. Gehen wir gern, oder? Ja.
Gibt es Kohl? Das werden wir sehen. Ich bin selbst nicht über den aktuellen Stand informiert. Ihr geht rüber in das Speisezimmer. Es ist herrschaftlich gedeckt, wunderschön. Und ihr setzt euch und Albrecht schenkt euch auch nochmal ein bisschen Wein ein. Und die Community darf entscheiden, was es zu essen gibt. Und ich vermute tatsächlich schon, auf was es rausläuft. Ein gutes Stück Bär. Wie war das? Mittlerweile wissen ja auch, wie Albrecht aussieht. Dankeschön. Genau. Ach, der Gute heißt Albrecht. Albrecht. Also doch, Albrecht. Ich sag genau. Albrecht. Albrecht. Also sie sollten wirklich nicht immer so tief ins Glas schauen. Das tut ihnen nicht gut. Die besten Erfindungen bisher bei meinem Bartel sind getroffen worden von Männern. Der Chat kann sich abstimmen. Schön. Die ein bisschen Albrecht zu tief ins Glas geguckt haben. Wunderbar. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, ich weiß, was passiert. Natürlich mit fantastischen 14 Stimmen aktuell schießt die Option 1 hoch und ich weiß nicht, ob da noch viel mehr passiert. Klar, wir haben zur Auswahl die Knödelkohl und die Wurst aus dem Weinland, den Braten mit Kartoffeln und saisonalem Gemüse oder als dritter Menüpunkt frischer Fisch aus dem Zürichsee mit Pastinaken und einem kleinen Seitisch auch wieder cool. Aber wir haben es. Knödelkohl und Wurst wird es heute Abend geben. Und Albrecht geht in die Küche und Hilda kommt zurück mit einem riesen Topf und sagt so: Ah, wunderbar, ich habe wieder meinen Kohleitopf gemacht. Oh. Agatha, Sie wissen ja, ich weiß, Sie haben sich das gewünscht und deshalb habe ich es Ihnen gemacht. Sie machen mich so glücklich, Sie wissen gar nicht, wie sehr. Ja, natürlich. Ja, und man pappt wirklich überall. Sie pappt überall so ein bisschen von dem Eintopf rein und es gibt noch Knödel dazu und es gibt noch eine Wurst. Die Schweinehälfte, die hat sie zur Wurst verarbeitet, also ganz frische Wurst. Sogar ein Schnellräucherverfahren entwickelt, nur dass ihr das Beste vom Besten habt. Und ihr merkt aber, ihr werdet immer unruhiger. Paya ist immer noch nicht da und es ist bereits 18 Uhr. Und das Essen wird, ihr seid fertig mit dem Essen, es hat vorzüglich geschmeckt und ihr seid nun alleine oder beziehungsweise ihr seid halt nun am Essenstisch. Und die anderen Gäste beäugen euch auch schon so skeptisch so. Und Johann Konrad Studer fragt so: Ich muss dann schon mal fragen, was haben Sie denn vor unserer Ankunft denn hier getan? Nun, wir sind hier angekommen, um hier einen gewissen Anlass zu feiern. Und ich bin mir recht sicher, dass der liebe Ferdinand, selbst wenn er gerade nicht hier sein kann, sich dennoch wünschen würde, dass wir eine ist ja wirklich eintreffen sollte. Ich mache mir da auch gar keinen Kopf, dass das noch irgendwann passieren wird. Der Mann ist sehr viel beschäftigt, ne? Das müssen Sie ihm nachsehen. Wir feiern einfach, wir machen uns eine gute Zeit und freut mich, dass Sie alle hier sind, dass wir uns kennenlernen dürfen und am Ende des Tages vielleicht dann eben auch mit dem lieben Herrn Ferdinand dann vielleicht auch gemeinsam den Abend genießen können. Ne? Machen Sie sich keine Sorgen. Wir sind auf jeden Fall dran, dass der liebe Ferdinand wieder auftaucht. Ich denke, der wird das schon irgendwie schaffen, der gute Junge. Und bis dahin genießen Sie die Zeit, lassen Sie sie schmecken. Die Hilde macht ein Gedicht von einem Kohlauflauf. Und in diesem Sinne, guten Appetit. Da wäre ich mir nicht so sicher. Also, der Paya, ich bin ja immerhin sein Geschäftspartner und ich weiß, der lässt eigentlich sonst nichts anbrennen. Und Clara im Hintergrund ruft jetzt: Johann, du weißt ganz genau, wie das ist mit dem Herrn Paya. Der kommt doch mal zu spät, also hör jetzt auf, ständig über ihn zu reden. Also ich sag dir jetzt, Ruhe, Johann, Ruhe. Mathilda. War doch ihr Name, oder? War Mathilda der Name von der Frau? Die Frau von Johann? Von Ferdinand. Klar. Also, von die Frau von Ferdinand ist Wilhelmina. Wilhelmina, genau. Wilhelmina.
Was hat denn der Ferdinand heute gesagt, was er machen muss? Warum hat er denn heute so starke Verspätungen? Also ich weiß nicht, warum... Warum Ferdinand nicht da ist. Ich habe eigentlich Angst um ihn. Er kommt nie zu spät zu irgendwelchen Treffen. Wann haben Sie ihn denn das letzte Mal gesehen? Heute Vormittag. Wie gesagt, ich war in der Stadt und habe Kuchen gegessen und jetzt ist er nicht mehr da. Waren Sie gemeinsam in der Stadt? Ich weiß nicht, wie das... Nein. Ich war mit meinen Freundinnen unterwegs. Okay. Das heißt, er hat sich angekündigt. Hat er denn irgendwas gesagt, mit wem er sich trifft? Nein, er meinte nur, er müsse heute arbeiten. Und ja, also ich glaube, mehr hat er mir dann noch nicht gesagt. Er müsste heute arbeiten, aber nicht in seinem Büro, sondern in der Stadt, oder? Ja, also er ist oft unten in der Fabrik und dann auch wieder im Büro. Ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Er spricht auch nicht mit mir so viel über die ganzen... wichtigen Dinge. Ich bin seine Frau. Diese Geschäftssachen, die gehen mich auch nichts an. Ja, dann wahrscheinlich doch Herr Stuber. Herr Stuber, was haben Sie denn mit Ferdinand denn ausgemacht? Wir waren heute Morgen noch in der Firma am Besichtigen und ich ging dann zu einem Geschäftskunden und Heinrich, hast du noch irgendwas von ihm gehört? Nee, also ich habe jetzt auch nichts mehr gehört. Ich war heute in der Produktion und habe geschaut, dass die neuen Waggone richtig laufen. Ich denke, der Herr Peier wird dann selbst im Büro gewesen sein. Also da war er auf jeden Fall noch im Büro, hat aber nicht gesagt, dass er sich mit irgendwem trifft, oder wie? Gibt es denn irgendeine Kontaktperson? Wo wir uns vielleicht erkundigen könnten, wo denn der liebe Ferdinand geblieben ist. Ich weiß es selbst nicht. Also, wie gesagt, irgendwie könnte ja jeder die letzte Kontaktperson von Herrn Peier gewesen sein, außer Sie vier. Sie wirkten schon ein wenig verdächtig. Wir wirken verdächtig? Ja, immerhin Frau Guthardt spricht schon den ganzen Abend davon, dass sie gerne mehr über die Gehaltsklasse von Herrn Peier wissen möchte. Das hat ja wohl nichts damit zu tun. Also, wir sind hier angekommen und kurz darauf war auch schon dieser Haushelfer hier. Also, der kann auch bezeugen, dass wir nichts getan haben. Ja, wie Sie meinen. Also, um jetzt mal ganz genau zu sein, waren wir drei draußen im Kohlgarten, während Herr Preis alleine in diesem Haus war und keiner weiß genau, was da geschehen ist. Wollen Sie mir irgendwas sagen? Wahrscheinlich haben Und die... heute Morgen hat er beim Koffer rumgefummelt. Das war rein Recherche. Diesen wunderschönen Koffer wollte ich auch schon kaufen, Frau Dorbrecht. Den habe ich gesehen, da ist der letzte Schrei momentan. Jetzt lenken Sie mal nicht ab. Sie waren ja vorhin ganz allein in diesem Haus. Was haben Sie getan? Ich war tatsächlich allein, aber ich habe so geschlafen, dass ich ein bisschen über den Durst getrunken habe heute. Das lässt sich nicht verheimlichen. Und ja, ich habe ein bisschen meine Augen zugedrückt. Das kann wahrscheinlich die Hilda bezeugen. Die hat mich doch gesehen. Waren Sie nicht auch alleine oben im oberen Stockwerk? Was machen Sie denn die ganze Zeit hier allein in diesem Anwesen? Das ist nicht nur mehr als unhöflich. Das ist eine Verletzung der Privatsphäre. Gut, ich sag's euch. Ich ertrage diesen Geruch von Frau Dornbrecht einfach nicht. Sie soll ihr mal ihre Kleider wechseln. Oh nein, das war jetzt der Kohl. Tut mir leid. Sie sollten vielleicht mal lüften. Kann man wie ein Streichholz anzünden. Jetzt ist es raus, es tut mir sehr leid, also, liebe Dame. Ich glaube, ich gehe jetzt wieder in die Stube zurück. Sie finden mich dann irgendwo hier. Ich glaube, eine weitere Diskussion mit Ihnen scheint sinnlos zu sein und Sie haben recht. Also dieser Gestank ist wirklich fürchterlich. Naja, um Sie zu beruhigen, ich kann Ihnen vergewissern, dass wir alle vier erst heute ankamen. Wir waren aus Stuttgart mit dem Zug hierher gefahren und haben den lieben Ferdinand noch gar nicht heute gesehen. Ja, wir wundern uns auch, wo er ist. Aber Ferdinand? Sie haben ja den letzten Anhaltspunkt, wo der Ferdinand war. Ja? Das heißt, wir müssen jetzt natürlich irgendwie herausfinden, wo denn der Ferdinand stecken könnte. Ob er vielleicht irgendwie wirklich auf dem Weg liegen geblieben ist oder vielleicht in der Stadt irgendwas passiert ist, ja? Also, in diesem Falle würde ich mich einfach mal versuchen zu erkundigen und für die restliche
sag ich mal, für die restliche Gesellschaft, die eingeladen wurde. Ich denke, das ist im Sinne von dem lieben Ferdinand, dass wir uns trotzdem versuchen, soweit es geht, zu vergnügen und nicht das Essen verkommen zu lassen. Vielleicht sollte irgendwie aber auch ein Suchtrupp zusammengestellt werden. Also ich kann mich da gerne freiwillig melden. Ich vertrage Kohl sowieso nicht so gut, aber ich mag ihn zwar sehr gerne, der schmeckt auch kalt. Ja, ist für mich kein Problem. Ja, ich traue Ihnen nicht so ganz allein. Ich würde sagen, Sie nehmen die Frau Dornbrecht und den Herrn Gutherz und den Herrn Preis vielleicht auch noch mit und klären diese Sache auf, wenn Sie schon sagen, Sie hätten so ein wasserdichtes Alibi. Naja, wir sind ja heute erst angekommen. Ja. Und ich habe leider den neuen Angestellten, der uns heute quasi empfangen hat. Ich habe den Namen leider vergessen. Das ist Hartwig, das Alter. Tut mir leid. Ja? Hartwig. Ach ja. Ja? Die Person, die uns abgeholt hat, die kann ja auch bezeugen, dass wir eben am Bahnhof angekommen sind heute. Und quasi zum Anwesen gebracht wurden, nicht wahr? Ja, das wird schlüssig, ja. Dann würde ich sagen, ja, kümmern Sie sich mal drum. Ja. Vielleicht finden Sie irgendwas raus. Ja, ich weiß nur nicht, wo wir suchen sollen. Deswegen, ne, für die Geschäftspartner dachte ich mir, vielleicht gibt es da irgendwelche Hinweise, Anhaltspunkte, wo wir vielleicht beginnen sollten. Ich meine, das Büro war abgeschlossen, dort ist er nicht. Im ganzen Anwesen ist er nicht. Dann ist natürlich die Frage, wie finden wir den lieben Ferdinand am besten? Ja. Gibt es ein zweites Büro vielleicht? Außerhalb? Ich würde mal sagen, Sie sprechen mal mit den anderen hier. Also, immerhin. Und er zwirbelt sich so den Start. Immerhin haben wir alle einen Grund, dem Herrn lieben Ferdinand ans Leder zu gehen. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Nein, verstehe ich nicht. Für mich ist das hier niemand wie ein Sohn. Sie sind nicht das dagegen. Also, ja. Ich würde mal sagen, Ferdinand ist ein knallharter Geschäftspartner. Das ist mir bewusst. Ich habe ihn auch nicht. Er lacht und geht jetzt auch weg so. Also, du merkst so irgendwie, irgendwas stimmt hier schon nicht ganz. Und auch Johann und Clara sind mittlerweile aufgestanden und rausgegangen. Und auch die beiden werfen sich so verstohlene Blicke zu. Albrecht düst immer noch so wie von der Biene gestochen. So, jetzt geht's durch das Haus und versucht euch so gut wie möglich zu bedienen. Und Wilhelmina sieht so ganz verstört aus und weiß jetzt auch nicht so ganz, was sie machen soll. Und steht plötzlich auf, läuft aus dem Raum raus und verschwindet. Und jetzt sitzt nur noch ihr in diesem Esssaal. So, liebe Freunde, wir müssen jetzt langsam uns einig werden. Wir müssen da ein bisschen recherchieren, würde ich sagen. Weil langsam kommt mir vor, dass die ganzen Gäste, die für mich ein bisschen suspekt wirken, die Schuld auf uns schieben wollen, die einfach heute erst angekommen sind. Deswegen lass uns ein bisschen durch das Haus gehen und ein bisschen alles auf den Kopf stellen, würde ich sagen. Vielleicht finden wir im Büro noch einen Hinweis, wo er denn verblieben sein könnte. Na, vielleicht hat er sich ja im Kalender eingetragen, was er denn heute für Termine hat. Wäre doch mal ein Anhaltspunkt. Herr Dr. Dierenberger, Sie haben doch vorhin den Bären so genau inspiziert. Was war denn da? Sollen wir den nochmal ansehen gehen? Naja, das war ein prächtiger Kerl. Ich bin ein großer Fan der Jagd, muss ich zugeben. Ne? Bären gibt es ja nicht mehr so häufig hier in der Gegend, nicht mehr so viele. Deswegen, ne? Also, ist schon ein prächtiges Stück der Natur. Ja, geh mir doch mal hoch. Ja, lassen Sie uns nochmal ins Büro gehen. Vielleicht finden wir seinen Terminkalender und können herausfinden, wo denn Ferdinand verblieben ist. Ihr geht hoch ins Büro und ihr sucht ein bisschen so rum und ihr findet tatsächlich einen Terminkalender. Im Terminkalender steht 8 Uhr bis 10 Uhr Fabriksbesichtigung, 10 bis 12 Meeting mit Johann, 12 bis 13 Mittag und nach 13 Uhr steht nur noch so groß Büroarbeit im Kalender. Also das wird mir langsam etwas verdächtig. Ich glaube, Johann meinte vorhin, er hätte ihn heute nicht
gesehen. Das stimmt doch, oder? Ja, das klingt sehr, sehr verdächtig. Und seine Frau klang auch ganz merkwürdig bezüglich Ferdinand. Vielleicht sollten wir mit ihnen reden. Ich denke auch. Also, wenn ich mich daran erinnere, die gute Wilhelmina, ich habe den Namen schon mit Mathilda, wie auch immer, ich habe den Namen vergessen. Wilhelmina war das, ne? Ja. Ehefrau. Ehefrau. Einfach nur mal zur Klärung, damit ihr die Familienverhältnisse alle auch versteht. Wilhelmina ist die Frau von Ferdinand Peyer. Genau. Clara ist die Ziehschwester, mehr oder weniger, von Ferdinand und verheiratet mit Johann. Die Clara hat sich ganz merkwürdig verhalten. Sie wollte ganz rasch nicht mehr über Ferdinand sprechen und den Raum verlassen. Das war schon sehr merkwürdig. Als hätte sie etwas zu verbergen. Verbergen? Das ist eine super Überleitung. Ich würde mir den Bär gerne noch einmal anschauen. Ja, du schaust dir nochmal den Bär an und der Bär sieht super gut aus. Der fletscht die Zähne. Du fühlst dich auch leicht eingeschüchtert. Das aber ist das ein toller Bär. Ich würde den Bär gerne mal ein bisschen abtasten. Du tastest den Bär, er ist sehr flauschig. Oh, das ist ein schönstes Fell. Da könnten wir mal so eine gute Tasche draus machen für die Frau Gutherz. Aber ich bin etwas verstört von der Situation. Ich glaube, sie haben alle ein bisschen zu viel getrunken. Wir sollten jetzt wirklich mit Johann und Clara sprechen. Das stimmt irgendwas nicht. Ja, ich finde auch, wir sollten herausfinden, was denn jetzt hier mit dem lieben Ferdinand verblieben ist, ne? Also, Wilhelmina war heute in der Stadt, hat sie gesagt. Ihr ging es aber heute nicht so gut. Sie meint, sie hat zu viel Kaffee getrunken. Aber die Frage ist dann auch, was ist jetzt mit, sag ich mal, mit Clara und ihrem Ehemann? Sollten wir einfach mal vorbeischauen. Ja, auf jeden Fall, denn im Kalender steht ja, dass 10 bis 12 Uhr das Meeting stattfand heute. Theoretisch sollte doch die Hausfrau Hilda alles mitbekommen haben, was heute hier passiert ist. Und dann müsste sie doch auch wissen, wann und wo Herr Ferdinand das letzte Mal gesehen wurde. Wilhelmina wirkt für mich sehr verwirrt. Die hat doch wahrscheinlich auch schon ein bisschen zu tief ins Glas geguckt, wenn ihr mich fragt. Und das ist mein Spezialgebiet. Ich glaube, am allererstens gehen wir zu Johann und quetschen den ein bisschen aus, weil der wirkt für mich sehr suspekt. Dann lassen Sie uns. Ihr könnt auch gerne aufteilen. Also es ist nicht zwingend so, dass ihr jetzt gemeinsam die Person abklappern müsst. Also wenn Agatha jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich möchte Hilda quasi gerne noch ein bisschen befragen, dann ich kann sie auch Einzel gehen. Du gehst zu Hilda. Gut, dann starte ich jetzt einfach mal mit dir. Hilda steht in der Küche und wäscht ab und sie sieht dich so. Ah, hallo, werte Dame, was kann ich für Sie tun? Ja, hat es Ihnen geschmeckt? Es war vorzüglich. Ja, großartig, Hilda, hast du noch was vom leckeren Kohleis übrig? Natürlich. Komm, ich. Bitte schön. Ja, danke schön. Sie öffnet so einen Schrank und da ist ein riesiger Eisblock drin und sie zieht so das Kohleis raus und gibt dir so ein Schälchen Kohleis. Köstlich. Hilda, wo ich schon mal hier bin, sage mal, wann hast du denn das letzte Mal heute den Ferdinand gesehen? Den Ferdinand, den Herr Peyer, meine Sie, den habe ich heute noch gar nicht gesehen. Den haben Sie noch gar nicht gesehen, aber ist der nicht heute Morgen? Nein, seit wann sind Sie denn hier? Ich bin den ganzen Tag in der Küche gestanden und habe für Sie gearbeitet, aber Herr Peyer, aber ich sehe ihn auch häufiger nicht. Immerhin bin ich ja im Westflügel und im der Gang hoch, wenn da jemand läuft, das merke ich gar nicht. Vor allem meine alten Ohren, Sie wissen ja, wie das ist mit dem Alter. Ja, warum haben Sie mich gerade alt genannt? Ist ja auch egal. Ja, nein, vielen lieben Dank, das ist auch schon alles, was ich wissen wollte. Ich stelle Ihnen die Schüssel wieder hier hin. War ganz vorzüglich, vielen Dank, ja. Ja. Aha. Und ich begebe mich zurück zu den anderen. Okay, du begibst dich zurück zu den anderen. Dietmar, wie sieht's bei dir aus? Ich würde tatsächlich hier den Johann noch mal unter die Lupe nehmen. Da komme ich doch gern mit. Den nehmen wir uns vor. Ja, Dr. Dierenberger. Dorothea, gehst du auch mit den Herren, oder? Ja, ich gehe auch mit, ja. Okay, du gehst auch mit. Ihr geht raus, denn ihr seht aus dem Fenster, dass Johann vor dem Schießstand steht
Und Hilda ist weiterhin in der Stube. Und ihr läuft raus durch den Wintergarten durch und seid jetzt an der freien Luft. Die Sonne geht so langsam unter. Immerhin ist ja Sommer. Und er steht dort und Albrick ist auch da. Er hat bereits ein paar Pistolen vorbereitet und ist im Begriff zu schießen. Und als er euch sieht, sagt er so, die Herren. Ich denke mal, Sie haben doch sicher Lust auf eine klitzekleine Unternehmung, wie es sich für Gentlemen gehört. Der Chat darf jetzt abstimmen, auf was die Personen hier schießen. Ob sie auf Zielscheiben oder Tontauben schießen. Meine Lieben, ich denke, Sie, werte Herren, wissen doch, er ignoriert dich voll, Frau Gutherz, dass Sie sind sicher gute Schützen, denke ich mal, nicht? Entschuldigen Sie, ich habe auch Jagdkenntnisse. Ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht denken, dass Frauen so etwas nicht machen, aber da liegen Sie ganz falsch. Oh, wirklich? Oh, okay. Möchten Sie vielleicht gegen mich schießen und zeigen, dass auch Sie das Zeug zu einer wahren Schützin haben? Auf jeden Fall. Natürlich, sehr gerne. Die Abstimmung geht nach ein paar Sekunden. Ihr könnt weiterhin... Schießeisen, da lasse ich lieber Abstand. Ich nehme mir einen guten Drink. Ja. Hatten Sie schon natürlich, wir können die Tür wieder rein und du bewegst dich rein. Ich bin ja wieder nüchtern. Albrecht sagt, natürlich. Die Tontauben stehen gleich für Sie bereit und er spannt eine kleine Apparatur zusammen und sagt so... Ja, nun denn, es wird Zeit, die Herrschaften, sie haben alle drei Schüsse parat. Die Pistolen liegen auf dem Tisch, beide sind kalibriert und eingestellt. Sie können nun gerne sich bereit machen und dann auf die Tontauben feuern, sobald ich sage, los. Er stellt sich zu der Maschine und sagt, und los. Und er schießt die Tontauben in die Luft und... Nun ist es so, Dorothea, du und ich, wir haben beide quasi einen kleinen Contest miteinander. Die Tontauben fliegen durch die Luft. Die 6 Tontauben, 3 für jede Person. Und du stellst jetzt das Würfeltool auf den W20er ein und würfelst einmal. Bevor Dorothea würfelt, ich habe eine Idee. Mir ist was gekommen. Ich grabe meine Tasche herum. Ich habe hier noch eine Brille. Wie wäre es, wenn ich das Glas hier abmontiere und das ein bisschen mit einem Draht hier fixiere und ich versuche eine Art Fernglas für Dorothea. Hast du den nötigen Skill dazu, um so etwas zu basteln? Ich bin doch Erfinder. Du bist Erfinder. Okay, ja. Dann würfel mal einfach blank auf Handeln. Sehr gerne. Tai würfelt jetzt auf seinen handelnden Wert, also nicht einen spezifischen Skill, sondern auf die generelle Fertigkeit, handeln zu können. Knapp nicht geschafft um 3. Knapp nicht geschafft. Ja, du packst das und es ist preisverdächtig. Preisverdächtig. Hört. Dorothea, er gibt dir jetzt das präparierte Schusseisen wieder. Und du hast jetzt ein Schusseisen, das irgendwie vorne dran ein Glas dran geklebt hat, ganz schlecht montiert, und du hoffst, es beeinträchtigt nicht deinen Schuss. Ich kenne noch einen Preis, der verdächtigt ist. Ich nehme einfach mal nicht meinen Revolver, sondern ich will Herr Preis Gefühle nicht verletzen und versuche einmal zu schießen. Gut, dann würfel mal mit dem W20er. Der erste Schuss, du zielst, feuerst und triffst. Hingegen, Herr Studer steht da und verfehlt vollkommen. Meilenweit daneben. Die nächste Tontaube fliegt. Würfel. Uff. Du zielst
und verfehlst auch komplett. Während du zielst, geht die Glaslinse, die Herr Preis raufmontiert hat, fällt nach vor und zieht dadurch das ganze Geschoss einfach 20 Meter daneben. Hingegen, Johann steht jetzt da und schießt gemütlich drauf und trifft die zweite Tontaube. Und... Oh, passen Sie doch auf, einen dritten Wurf. Oh, das Sie. Ja gut, wenn ich so ein präpariertes Eisen hier bekomme, dann muss ich mich auch nicht wundern. Der dritte Schuss geht durch, die Tontaube explodiert in der Luft. Studer verfehlt sie knapp und sagt so, oh, meine Dame, also ich muss sagen, Chapeau, Sie haben es geschafft, Sie haben mich besiegt, den werten Herrn Konrad Studer, einstmals bester Schütze von ganz Zürich. Ach, kann es sein, dass Sie vielleicht mal bei der Armee waren? Ach nein, Frauen können ja gar nicht zur Armee. Ach, kommen Sie. Bei uns ist es Brauch, dass wir noch nach einer Partie auf den Gewinner anstoßen. Kehren wir doch in die Stube ein. Und er nimmt dich so an der Schulter und er führt dich langsam jetzt in die Stube. Wir stehen Oskar, doch du stehst weiterhin alleine draußen und du siehst, dass Albrecht die Waffen noch einmal kurz poliert, sie dann nimmt und in das Gartenhaus bringt. Ich würde ihm gerne leise folgen. Okay, du würdest ihm gerne leise folgen. Kannst du irgendwie schleichen oder so ein Heimlichkeitstalent anwenden, dass er dich nicht erkennt? Nein. Nein, okay, dann würfel auf Handeln. Ja. Währenddessen gehen du und Dorothea und Johann gehen rein in die Stube. Ich habe es nicht geschafft. Du hast es nicht geschafft, okay. Albrecht dreht sich um und sagt, Herr Preis, bitte gehen Sie wieder rein, es wird langsam frisch hier draußen. Genießen Sie doch den Aufenthalt in der Stube. Ich bringe, verteue nur noch schnell die Waffen und dann ist alles wieder gut. Ich bin gleich bei Ihnen. Lieber Albrecht, ich würde Ihnen gern folgen. Natürlich, kommen Sie mit. Und dann, er macht den Geräteschuppen auf, es liegt eine Harke drin, es liegt eine Spitzhacke drin, eine Schaufel und er legt die Waffen in einen Waffenschrank, schließt den zu und sagt, nun denn, wir wären fertig, wollen Sie mir jetzt nun folgen in die Stube wieder zurück oder möchten Sie noch ein wenig hier draußen im Geräteschuppen stehen bleiben? Dieser Geräteschuppen ist faszinierend, so viele neue Erfindungen. Dürfte ich noch ein bisschen da bleiben? Nein, es tut mir wirklich sehr leid, aber dieser Geräteschuppen ist für gewöhnlich nur das für Personal vorbehalten. Ich würde es begrüßen, wenn Sie nicht... Albrecht, ich werde hier bleiben. Ich sehe Sie dann im Haus. Überzeugen oder einschüchtern? Ich würde gerne auf einschüchtern würfeln, genau. Gut, dann würfel mal auf einschüchtern. Tai würfelt jetzt auf seinen Skill einschüchtern und was wird wohl draus kommen? Schafft es, unter seinen Wert zu kommen oder nicht? Nein, ich habe es knapp nicht geschafft. Albrecht schüttelt den Kopf und sagt, nein, Herr Preis, das kann ich beim besten Willen nicht verantworten. Hier draußen ist es dreckig, hier draußen ist es unschön. Ich bitte Sie wirklich inständig mit mir mitzugehen. Na, und er drückt dich jetzt auch so langsam raus. Gut, Albrecht, na gut, ich... Frau Gutherz, wunderschön, dass Sie heute Abend bei uns sein dürfen. Und als er das sagt, macht er die Tür auf und du hörst die sehr zornige Frauenstimme von seiner Frau, die sagt, Johann, du stinkst! Du stinkst schon wieder nach Schwarzpulver. Wie oft habe ich dir gesagt, dass ich diesen Geruch hasse? Komm mir bloß nicht zu nahe. Und sie ist total aufgebracht. So, Johann, warum genau sind Sie mit Ihrer Frau verheiratet? Sie ist... Für gewöhnlich ist sie ein absoluter Engel. Sie hat nur aktuell einfach eine schwere Zeit. Mein Liebes, ich bring dir noch ein Gläschen. Und er schenkt dir ein und dann geht er mit dir so leicht weg. Und dann sagt er so ganz, so wirklich im leisen Ton zu dir, ich entschuldige mich dafür, dass Sie das gerade mit anhören mussten. Meine Frau, ihre Nerven, Sie wissen ja.
Seit ich mit Paya dieses Geschäft gegründet habe, ist sie stets außer sich. Sie war ja bereits in frühen Jahren eifersüchtig auf ihren Bruder. Nun gipfelt es meist in irgendwelchen absurden Inszenierungen. Ich sage Ihnen, mit der Frauenwelt. Es tut mir leid, das Ihnen so zu sagen, aber hat man es wirklich nicht einfach. Kommt ganz drauf an, welche Frau man sich aussucht. Also, ja, also wenn ich meine Freundin wie sie, die so gut schießen kann, also dann wäre das vielleicht auch ein wenig einfacher. Ich hätte noch eine Frage an Sie. Natürlich. Sie sagten doch vorhin, Sie hätten Herrn Paya heute nicht gesehen. Stimmt das? Warten Sie. Ja, halt in der Firma habe ich ihn gesehen. Ja, ganz kurz. Weil wir aus Stuttgart, wir haben heute herausgefunden, Sie hatten doch ein Meeting mit ihm 2 Stunden lang. Oder nicht? Ja, ich hatte schon ein Meeting mit ihm. Und wissen du merkst Sie, irgendwie so, er will dir irgendwas nicht erzählen. Okay, dann würde ich ihn gerne versuchen einzuschüchtern. Würdest ihn gerne einschüchtern, okay. Gut, dann würfel mal auf einschüchtern. Das habe ich nicht geschafft. Meine Liebe, Sie wirken zwar sehr verführerisch, aber mit solchen Drohgebärden, wie Sie gerade um sich werfen, kommen Sie bei mir nicht weit. Ja, mein Lieber, da möchte ich aber auch noch ein Wörtchen mitreden. Warum haben Sie uns denn angelogen? Ja gut, also ich sag's Ihnen jetzt so frei raus. Ja, wir hatten da heute ein Gespräch, weil ich und Ferdinand gewisse Meinungsverschiedenheiten hatten. Meinungsverschiedenheiten? Ja, wissen Sie, oftmals kann der ein Paar wirklich sehr unguter Geselle sein. Also zum Volk und zu den Arbeitern, da macht er immer so ein bescheidenes Bild und trägt nach außen doch, dass er so ein edles Gemüt habe, doch in Wahrheit ist das schon ein ziemlicher Großkotz. Und was hat das damit zu tun, dass Sie uns verschwiegen haben, dass Sie sich heute für 2 Stunden getroffen haben? Ja, es wirkt natürlich nicht sehr gut, wenn man hier vor den edlen Leuten so etwas spricht. Also, Sie müssen auch verstehen, und er kippt sein Glas weg. Ich habe das Gefühl, Sie wollen uns etwas nicht berichten. Und ja, was soll ich Ihnen berichten? Ich war den ganzen Tag dann in der Firma. Wollen Sie etwa behaupten, dass ich etwas mit dem Verschwinden von Herrn Bayer zu tun habe? Also, das ist ja vollkommen absurd. Ich kann Ihnen es sogar zeigen, dass ich gerade erst vor kurzem hierher gekommen bin. Ich und Clara haben uns getroffen. Ich habe sie mit der Kutsche abgeholt und er zeigt wirklich die Tasche mit den Unterlagen, die so hinten im Eck der Stube steht. Und, was haben Sie davor gemacht, bevor Sie Ihre Frau geholt haben? Ich war arbeiten. Deshalb die Unterlagen von der Waggonfabrik. Aha, wo waren Sie denn arbeiten? Was haben Sie genau gemacht? Ich bin leitender Teilhaber von der Waggonfabrik. Also, das ist richtig. Ist so. Herr Bayer kümmert sich um die Geschäftskontakte ins In- und Ausland. Herr Loser kümmert sich um die Schienen und ich bin für den Waggon verantwortlich. Sie waren nicht zufällig heute in der Fabrik. Doch, ich war in der Fabrik. Die Arbeiter, wir können auch das bezeugen. Also, Sie können da anrufen. Bei uns laufen die Maschinen 24/7 aktuell. Das ist aber sehr interessant, weil auf diesem Terminkalender stand nämlich, dass Sie einen Termin mit dem Ferdinand haben und Sie beide dann wohl in der Fabrik sein sollten. Das heißt, Sie sind nicht zusammen mit dem Ferdinand in die Fabrik gegangen, sondern Sie haben sich getrennt. Das ist aber sehr interessant. Ja. Also es war halt so, wir haben uns getroffen, dann hatten wir die kleine Unterredung und er ging dann Nachmittag wahrscheinlich ins Büro zurück und ich war dann in der Waggonfabrik. Sie sagen wahrscheinlich und als wüssten Sie nicht, wo er hingegangen sein muss. Ja, weiß ich immer, wo die Leute hingehen? Das heißt, Sie hatten den Termin, von dem Sie uns nicht erzählen wollten,
wären dann beide eigentlich in die Fabrik gegangen und haben Ferdinand dann nicht mehr gesehen. Sie sind nicht nach dem Termin anschließend zusammen in die Fabrik gegangen? Nein, nein, Sie verstehen mich vollkommen falsch. Wir hatten den Termin von 10 bis 12. Dort waren wir in der Fabrik gemeinsam. Er kam zu mir in die Fabrik. Ah. Im Anschluss ging er nach Hause und ich blieb weiterhin in der Fabrik und habe mich um die Angestellten gekümmert. Ich verstehe. Okay. Interessant. Gut. Hat er denn auch irgendwas gesagt, was er denn dann machen möchte oder was er als nächstes macht? Ja, er hat gesagt, er müsste sich um die Finanzen kümmern, was auch sein Teilgebiet ist von der Firma. Hm. Das heißt, nach 12 Uhr war Ferdinand nicht mehr gesehen worden. Nein, von mir nicht jedenfalls. Naja, Sie sind die letzte Kontaktperson, die mit Ferdinand Kontakt hatte. Ja, aber der Nachmittag ist lang. Da können noch viele Personen reinkommen und gehen. Also, ich wüsste jetzt nicht, was das mich hier verdächtig macht. Wissen Sie denn, mit wem Ferdinand in der Firma auch näheren Kontakt haben könnte? Also ja, natürlich mit Herrn Loser. Immerhin ist er unser Geschäftspartner noch dazu. Wissen Sie von einem heutigen Termin? Nein, nein, mit Herrn Loser hat er heute keinen Termin. Sollten wir trotzdem mit Herrn Loser sprechen, wenn Sie sich schon nahestehen in der Firma? Vielleicht. Ich habe ihn jetzt auch gar nicht gesehen hier. Und Schock, ich frage mich, wo der Mann ist. Lassen Sie uns doch mal den Herrn Loser suchen. Gut, Frau Gutherz und Herr Dürnberger, gehen Sie hoch gehen Sie zu Herrn Loser? Oder bleiben Sie gemeinsam? Was macht gerade Frau Dornbrecht? Ich war erstaunlich lange auf dem Weg die Treppe herunter, während sich all das hier abgespielt hat. Bin jetzt endlich wieder im Erdgeschoss angekommen und kann mich wieder an Unterhaltung beteiligen. Suche den Hund. Du suchst den Hund. Der liegt vor dem Kamin. In der Stube auch. Ich bringe den Hund nach oben ins Büro, damit er dort schnuppern kann. Okay, du nimmst den Hund und gehst hoch und der Hund schaut dich jetzt so ganz verdutzt an, weiß nicht ganz, was er machen soll hier. Ich halte dem Hund den stinkenden Lappen vom Schreibtisch unter die Nase. Er jault kurz auf und geht dann so zurück. So er wird nicht ohnmächtig. Nein, nein, er wird nicht ohnmächtig. Aber schade. Ihm stinkt's, wortwörtlich. Ich nehme den Lappen mit, ich stecke den erstmal ein und gehe wieder nach unten und schließe mich jetzt der Verhörung des Herrn Dingens an, wo Herr Dürnberger und Frau Gutherz mitwirken. Genau, ja, Herrn Johann Konrad Schuder. Er sagt so, ja, also ich denke, wir haben jetzt auch mal genug geredet, ich muss mich vielleicht auch noch um meine Frau kümmern, ich gehe jetzt. Und Clara sieht auf und sagt wieder mit herrschender Stimme, Johann, mein Glas ist leer. Komm bitte und ich füll mir mein Glas auf. Diese Frau ist wirklich nicht zu ertragen. Also, ich kann Johann da gar nicht verstehen. Wir sollten doch Herrn Lothar jetzt mal befragen, Dr. Dürnberger, oder? Ja, bin ich dafür. Ihr sucht Herrn Loser und Herr Loser befindet sich interessanterweise jetzt plötzlich im oberen Teil des Hauses. Also gerade als Agatha runterging, muss er aus einem der anderen Zimmer rausgekommen sein und steht jetzt eben, oder ihr findet ihn im Arbeitszimmer von Herrn Peyer. Und als sie reinkommt, ist er überrascht und sagt so, ah, Sie sind wieder da, ein Glück. Haben Sie schon was gefunden? Ist das Heinrich? Genau, Heinrich Loser, ja. Ja, Loser, was machen Sie denn hier? Ich wollte nochmal genauer den Tatort untersuchen. Vielleicht haben Sie ja was übersehen, immerhin sind Ihre Augen ja nicht die besten. Das sieht aber ein bisschen anders aus. Egal. Wissen Sie denn,
wann Sie das letzte Mal Ferdinand gesehen haben. Warten Sie mal, ja, das war gestern. Das war gestern. Gestern? Ja. Lassen Sie uns doch noch mal einen Blick auf den Terminkalender werfen. Gut, ihr blickt auf den Terminkalender und da steht wirklich am Nachmittag Heinrich drin. Also er sagt, ja, wir haben über die neuen Konstruktionspläne gesprochen. Ihnen denn auch gesagt, was er heute so vorhatte? Nein, wir sprechen für gewöhnlich wenig über Privates. Was machen Sie hier alleine im Büro? Was haben Sie vor? Ich habe geguckt, ob ich noch etwas finde, was vielleicht für den Fall interessant sein könnte. Haben Sie etwas gefunden? Ja, ich habe mal gesucht, aber ich habe noch nichts. Habt ihr irgendwie sowas, so Menschenkenntnis, irgendwie ja. Motiv erkennen? Ja, dann würfel mal drauf. Menschenkenntnis. Wollen beide drauf würfeln? Ja, ihr dürft beide drauf würfeln. Oh, das sieht gut aus. Oh, Moment. 34? Ich habe genau 34. Perfekt. Dann hast du es geschafft. Aber Frau Gutherz, Sie dürfen natürlich auch nochmal. Perfekt. Bin ich froh, dass ich diesen einen letzten Punkt noch auf Menschenkenntnis gelegt habe. Ich habe es nicht geschafft. Okay, du hast es nicht geschafft. Ja, du glaubst ihm, aber Herr Dirnberger merkt, dass da was nicht stimmen kann. Das hört sich irgendwie nicht ganz richtig an, mein Lieber. Ja. Und dann merkst du, er geht zu langsam zurück und dann knickt er ein und sagt, ja gut. Ich sage es Ihnen, was ich hier gemacht habe. Ich habe die Konstruktionspläne von gestern gesucht. Payer hat unsere neuen Waggonpläne mit nach Hause genommen, der verrückte Mann. Und wir haben am Montag eine wichtige Präsentation. Wenn wir diese Pläne nicht haben, verlieren wir unsere Kredibilität gegenüber unseren Gläubigern. Helfen Sie mir bitte, die Pläne zu suchen. Das Geschäft muss auch ohne Payer weitergehen, falls der Mann heute Abend nicht mehr zurückkommt. Wir leben in einer kapitalistischen Welt, müssen Sie verstehen. Nur ein Tag nicht 100% geben, bedeutet den Absturz. Egal ob Paya oder ich oder ein einfacher Arbeiter, das Schicksal des Einzelnen wiegt weit weniger als das der Firma. Ja, ich verstehe. Sie brauchen also die Pläne. Und Sie haben keine Kopie davon, von so wichtigen Dokumenten. Nein, es sind ja auch nur Entwurfpläne, aber die sind sehr wichtig. Bitte helfen Sie mir einfach, diese Pläne zu suchen. Ja, dann suchen wir doch einfach nochmal in den Dokumenten. Vielleicht finden wir auch noch ganz andere Hinweise. Ja, gut. Würfelt mal einfach mit dem W100. Bin ich denn auch dabei? Du bist dort auch dabei, ja. Moment. Gläubigern, Mäubligern, da war was. Ich habe davor irgendwas gesehen. Ich durchsuche den Schrank da. Den Schreibtischschrank. Dieses Schubladending. Du würfelst auch einen W100er. Auf Orientierung. Ja, dann würfel auf Orientierung. Oh. Und genau 30, ich hab's geschafft. Ich hab wieder was gefunden. In der Flasche liegt die Wahrheit. Da war was. Ja, du knackst so ein bisschen die Schublade auf und du siehst, dass dort wirklich drei aufgerollte Pläne drin liegen und Loser stoßt dich sogar so weg, als er sieht und sagt, oh, vielen Dank, ich brauche diese Pläne wirklich sehr. Und steckt sie sich ganz schnell ein. Was? Er hat sich schon in die Westentasche eingesteckt. Wie war Ihr Name? Heinrich Loser. Heinrich, mein liebster Heinrich. Geben Sie mal kurz die Pläne her. Ja, also ja, na, wenn Sie möchten. Geben Sie bitte die Pläne her. Ich bitte Sie nicht zweimal. Das letzte Mal, dass ich jetzt bitte sage. Ja, er gibt sie dir. Er steht schon da und hält sie dir in die Hand. Ich nehme mir die Pläne und reiche sie. Ich kann nicht mit Plänen umgehen. Wer hätte sie denn gerne? Lassen Sie mich mal einen Blick drauf werfen. Bitte schön, Herr Dr. Dirnberger. Dr. Dirnberger, danke schön, ja. So, was haben wir denn hier?
Es sind wirklich Konstruktionspläne von einem Waggon. Okay. Also es stimmt, es müssen tatsächlich Entwürfe sein für ein Objekt. Und wir halten hier kurz an und gehen zu Agatha nochmal zurück. Wo bist du gerade und was machst du? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe... Bitte. Ich war zuletzt unten mitsamt des stinkenden Lappens, rieche nach wie vor nach Hundeurin und Kohl. Das bedeutet, ich gehe jetzt ins Badezimmer und ziehe mich um. Okay, als du gehst ins Badezimmer, teil bitte nochmal das Untergeschoss einblenden. Sehr gerne. Das Badezimmer ist im Westen, also im genau im westlichen Teil, im südlichen Teil natürlich des Hauses, auf der rechten Seite. Und gerade als du die Tür aufmachen willst, kommt Ulrich dir entgegen, der jüngere Mann, der Ende 30 ist mit dem... Oh, werte Frau, Dornbrecht, ich habe ja schon, sie war fast schon erwartet hier. Nein, natürlich nicht, aber ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie haben keinen Schwächeanfall, deshalb, ich mache Ihnen mal die Toilette frei. Ulrich, mein Lieber, ich lehne mich vor, gebe ihm ein Küsschen links, ein Küsschen rechts auf die Wange und währenddessen tasten meine Hände seine Manteltaschen ab, ob da nicht etwas zum Stibitzen drin wäre. Okay, ja, ja, dann würfel mal auf Taschendiebstahl. Mhm. Und es... Uff. Eine 100 und du rutschst so leicht ab und die Hand, anstatt in die Seitentasche zu gehen, fährst du ihm so die Brusttasche innen rein und er schlägt dir so auf die Hand und sagt, also meine liebe Frau Dornbrecht, also Sie gehen ja zur Sache, also, Alter kennt keine Grenzen, aber ich muss ehrlich sagen, hier ist meine Grenze. Also, das ist jetzt... Wir sind hier immer noch in feiner Gesellschaft und keine. Das ist mir jetzt aber unangenehm. Das muss der ganze Kohl sein, den ich gegessen habe. Jetzt muss ich aber auch schnell ins Bad. Ich glaube, da drückt schon was. Machen Sie mal den Weg frei. Ich hoffe es für Sie. Oh, ja, ja, ja. Und du gehst jetzt rein ins Bad und ziehst dich um. Wir gehen wieder hoch. Ihr steht jetzt gemeinsam, Dietmar, Oskar und Dorothea. Ihr steht gemeinsam in. So, da fällt mir aber doch eine Sache ein. Sie, mein lieber Herr Loser, warten bitte mal ganz kurz hier. Ich möchte das Ganze verifizieren. Ich frage einfach mal Ihren Kollegen Herrn Studer, ob denn wirklich diese Präsentation da stattfindet. Weil irgendwie habe ich den Verdacht, dass Sie und Ihr Kollege Herr Studer nicht ganz bereit sind, uns die Wahrheit zu erzählen. Sowohl Herrn Studer als auch Sie habe ich schon jetzt beim Lügen erwischt. Und dann denke ich mir, warum das Ganze? Was soll das? Warum die Geheimnistuerei? Wollen Sie gleich mit uns ehrlich sein? Oder ja, soll ich erstmal Ihren Kollegen befragen? Sie können gerne zu Johann gehen. Er wird Ihnen dasselbe verraten wie ich. Also, okay. Hat die Konstruktionspläne halt mit nach Hause genommen. Aber ich kann Ihnen auch sagen... Also sind wir uns ehrlich, wir beide wären eigentlich ganz froh, wenn Paya nicht mehr bei uns in der Firma wäre. Immerhin ist er ein recht aggressiver Kerl. Bereits einige Male musste ich und Studer ein Maß regeln. Das ist aber auch sehr interessant. Sie belügen uns und jetzt gestehen Sie, dass Sie eigentlich sehr froh wären, wenn er nicht mehr Geschäftspartner wäre. Gleichzeitig sind Sie aber bei ihm im Büro und untersuchen das Büro nach Unterlagen. Da muss ich mich doch sehr wundern. Sie müssen wissen, das ist ein sehr ambivalentes Verhältnis. Die ständigen Wutausbrüche von Herrn Bayern, die machen einfach Schwierigkeiten. Das müssen Sie verstehen. Und wir leben halt nun mal in dieser kapitalistischen Welt. Denn wir brauchen das Geld, um uns weiterzuentwickeln können. Und wenn einer dieser Wutausbrüche dann plötzlich dazu führt, dass es der Firma schlecht geht, dann nagen wir plötzlich alle im Hungertuch, wie ihm tun. Das ist zwar richtig, aber trotzdem ist er ihr Geschäftspartner. Und ich muss ganz ehrlich sagen,
Sie sind mir komplett egal. Ich bin auf der Seite von Ferdinand. Ich werde zu verhindern wissen, dass Sie ihn aus dem Geschäft drängen, ohne dass er hier ist. Wissen Sie? Und deswegen werde ich jetzt zu Ihrem anderen Geschäftspartner gehen und fragen, was für Ihre wirklichen Motive sind. Na gut, wenn Sie meinen, wenn Sie meinen. Dann so, Herr Breit, können Sie sich bitte um Herrn Loser kümmern? Bitte warten Sie hier. Ich werde das mal ganz kurz untersuchen, ja? Okay. Ich hätte noch eine Frage. Wissen Sie, ob Ferdinand diese aggressive Art und Weise auch bei seiner Frau Wilhelmina... Nein, Wilhelmina würde er niemals anheuern. Das ist ein Goldschatz, also stellen Sie sich mal vor, nein. Was denken Sie sich dabei, was er soll für eine Behauptung anzustellen? Ich denke, Sie sind ja nicht mehr bei Sinnen. Also Wilhelmina wirkte heute auf mich sehr verstört und hat sehr viel gestottert und sie wusste nicht wirklich wohin. Deswegen dachte ich, vielleicht hätte sie ja ein Motiv dafür zu sorgen, dass Ferdinand vielleicht nicht heute anwesend ist. Nein, ganz sicher nicht. Die gute Wilhelmina liebt ihren Ferdinand zu sehr und umgekehrt, da kann's nicht sein. Und wir gehen zurück zu Agatha. Du kommst gerade raus aus dem Badezimmer und du hörst jetzt über den Gang, durch die Stube hindurch, so ein leichtes Wimmern. Ich gehe dem Wimmern nach. Du gehst dem Wimmern nach und du kommst ins Atelier. Der nördlichste Raum im Untergeschoss, ein wirklich großes, geräumiges Atelier. Und dieses Atelier, da hat... Da hat Paya wirklich sehr viele Bilder auch aufgebaut und diese Bilder zeigen die verschiedensten Motive, wunderschön, wahrscheinlich sehr, sehr teuer und du bist auch überrascht von der großen Qualität und Wilhelmina steht in diesem Raum und schluchzt auch ein wenig. Ich interagiere selbstverständlich und frage, was los ist. Sie schaut dich so an. Frau Dornbrecht. Ich stehe hier immer. Und wenn es mir nicht gut geht und wenn ich nicht mehr weiß, was ich machen soll, dann gehe ich hier hin ins Atelier, denn hab Und dann Ferdinand, er zeichnet so gerne und schauen Sie sich das an, er zeichnet auch so gut. Wir sammeln die Kunst gemeinsam. Ja. Er hat so viel für diese Stadt auch getan. Großartig. Aber was macht dir denn so ein Kopfzerbrechen? Warum geht's dir denn so schlecht? Jetzt rück doch mal mit der Sprache raus. Du kannst es doch der alten Oma Agatha sagen. Ferdinand fehlt und ich mache mir Sorgen um ihn. Heißt ja immerhin mein Stern, der wichtigste Mann in meinem Leben. Mhm. Und ich wüsste nicht, was ich ohne ihn tun soll. Ja, das verstehe ich absolut. Gibt es denn irgendjemanden, der ihm etwas Böses möchte? Nein, eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht, halt... kann es Ihnen nicht sagen. Ich kenne auch die Geschäfte nicht so gut. Aber wir stehen dann halt oft, wenn es ihm auch nicht gut geht in der Firma, dann stehen wir hier gemeinsam vor diesen Bildern. Kurze Frage, ist das Bild schon fertig oder sollen wir kurz nochmal zu das den anderen? Gut. Dann springen wir noch schnell zu den anderen. Ich bin jetzt fertig. Bist du fertig? Ja. Okay. Alles klar, dann sie zeigt auf die Bilder rauf und sie sagt zu dir, wir stehen dann immer so gemeinsam hier und er sagt irgendwie, was sagt er immer? Schwarze Schwingen tragen mich über den Schnee, die Straße ist, was ich heute sehe. Ich weiß nicht so genau, was er damit meint, aber er wiederholt das immer und immer wieder.
Das klingt wahnsinnig interessant und ich rufe die anderen zu mir. Du rufst die anderen zu dir und Ulrich ist der Erste, der reinkommt und sagt so: Oh, Frau Dornbrecht, also dann, was hat es denn damit auf sich, dass Sie hier so rumrufen? Ich habe diese beträchtliche Kunstsammlung hier begutachtet, habe aber eigentlich nach Herrn Dirnberger, Frau Gutherz und Herrn Preis verlangt. Nehmen Sie es mir nicht übel. Entschuldigen Sie, ich hole Sie gerne, wenn Sie möchten. Sehr gern, sehr gern. Er geht raus und ihr hört ganz melodisch eure Namen rufen. Frau Gutherz, Herr Dirnberger, Herr Preis, es wird für Ihnen verlangt in der Galerie. Willkommen! Ihr trappelt alle runter und folgt ihm in die Galerie und ihr steht jetzt alle gemeinsam vor dieser Bilderwand und die Wilhelmina sagt noch einmal so, also, Ferdinand und ich stehen immer hier und er sagt dann immer, schwarze Schwingen tragen mich über den Schnee, die Straße ist, was ich heute sehe. Das klingt ein wenig nach einem Rätsel. Können wir uns die Bilder vielleicht mal genauer angucken? Ja, natürlich. Schauen Sie sich gerne die Bilder genauer an. Ich bin ja leidenschaftlicher Maler auch. Ich begutachte die Bilder, ob sie von einem einzelnen Künstler stammen oder... Nein, es sind verschiedene. Also das sind eindeutig die er gesammelt oder die beide gesammelt haben. Das sind deutlich... Ich sehe das mit meinem linken Auge und dem rechten ein bisschen auch. Das sind unterschiedliche Künstler, das sehe ich von hier aus schon. Ich versuche mal, die Bilder von der Wand zu nehmen und mir die Rückseiten anzuschauen. Welches machst du? Welches willst du rausnehmen? Oder welches willst du abhängen? Ich fange mit den Vogelbildern an. Du fangst welches Vogelbild? Das rechte obere. Das rechte obere? Der Rabe. Der Rabe. Und du... Sie sagt so... sind Sie sich sicher, dass Sie dieses Bild abhängen möchten? Also passen Sie auf, die Bilder sind meist sehr fragil. Ich würde es begrüßen, wenn Sie nur eines abhängen, falls Sie einen Verdacht haben. Sie sind sehr wertvoll. Ich kann ziemlich gut suchen und wahrnehmen und ich würde gerne einmal die Bilder genauer beobachten. Okay. Und einmal mit meiner Sinnesschärfe. Würfel mal auf Sinnesschärfe. Oh, Moment, das Würfelfeld ist natürlich über dem Bild. So. Aber du kannst mir auch gerne sagen, was du gewürfelt hast. 66, das ist leider 69. Knapp drüber. Du kannst einen Geistesblitzpunkt verwenden, den du hast, um den Wurf noch einmal zu machen. Beachte aber, dass du nur einen Geistesblitzpunkt pro Spiel hast. Herr Dirnberger, soll ich noch mal genauer mir die Bilder anschauen? Was meinen Sie? Naja, deswegen sehen wir hier, oder? Was sehen wir hier? Wir sehen 1, 2, 3 Raben. Die schwarzen Schwingen tragen mich über den Schnee. Das bedeutet für mich ein Rabe auf weißem Grund. Das klingt ziemlich plausibel. Es gibt hier doch auch Schneebilder. Ist das Bild in der Mitte. Ist was der Rabe heute sieht. Kleine Umfrage für den Chat. Ich muss ganz kurz, die Wahrheit liegt ja im Glase. Naja, die Raben schauen auch alle in die Mitte. Ich wiederhole noch einmal, was Ferdinand immer sagt. Schwarze Schwingen tragen mich über den Schnee. Die Straße ist, was ich heute sehe. Wir haben ein goldener paar Rahmen, sehr wiffe Leute unter unseren ZuschauerInnen. Sagen wir mal so, ein Teil weiß es nicht.
Ich glaube, es sind drei Bilder, die relevant sind für uns. Der eine Rabe rechts oben, den Sie, Herr Dürnberger, schon begutachtet haben. Dann oben das Schneebild und das führt zu unserem goldenen Rahmen, die Straße. Deshalb habe ich im Gefühl, dass wir den goldenen Rahmen vielleicht abhängen sollten. Aber Frau Gutherz, vielleicht schauen Sie nochmal genauer hin. Sie sind wahrscheinlich in vielen Ausstellungen gewesen. Schau noch einmal genauer hin. Drei Hunde? Eine Drei. Du hast es perfekt geschafft. Und du fängst an zu kombinieren. Schwarze Schwingen. Alle anderen Vögel haben die Flügel nicht offen. Und das mittlere Bild zeigt eine Straße. Das habe ich auf meine alten Tage gar nicht erkannt. Das ist doch genau das, was ich gesagt habe, Dorothy. Sie wiederholen nur meine Worte. Was sollen wir jetzt tun? Entschuldigen Sie, also, ich gebe Ihnen recht. Ja, ich gebe Ihnen recht. Also doch der Rabe, wie ich sagte. Oder die Straße. Ich glaube, der Rabe ist nur, der Anfang. Genau, ich glaube, der Weg führt ja bekanntlich zum Ziel, oder? Toll gesagt. Wir nehmen die Straße, oder? Okay. Ihr nehmt die Straße. Die nehmen und wir. Und ihr nehmt sie runter und hinten befindet sich nichts. Ich habe mich versprochen, ich sagte Rabe, nicht Straße. Sie haben da was falsch verstanden. Ah, ja, gut, aber passen Sie, bitte. Ja, selbst ja. Fragiles altes Bild. Natürlich, gar kein Problem. Ups, hoppla. Und es fällt ein kleiner Zettel raus, als du das Bild hochlöst. Ich habe euch doch gesagt, hört auf den Dr. Dürnberger. Er kennt sich mit Geflügel aus. Der gute Herr war schon auf der Jagd und so weiter. Auf dem Zettel steht oben, liebste Wilhelmina, ich weiß, wenn mir etwas zustoßen würde, würde dein Blick zu den Bildern schweifen. Wir standen, weiß Gott, wie oft davor. Du wirst schon erkennen, welches das Richtige ist. Nimm dich in Acht vor Loser. Er will die Firma an sich ziehen. Achte darauf, dass er auf keinen Fall meine Anteile bekommt. Ja, das ist doch mal sehr interessant. Ja. Was das wohl heißen mag. Und sie hält jetzt auch so den Zettel in der Hand und sagt so, also ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Heinrich war immer gut zu mir, er war immer sehr nett. Ich verstehe das alles nicht und ich glaube, ich will das auch gar nicht verstehen. Ich glaube, er wird gerade eben schon sehr merkwürdig, der Heinrich. Also wir sollten noch einmal mit ihm sprechen, aus meiner Sicht. Sehr gern. Wir haben auch Heinrich erwischt, wie er nach gewissen Dokumenten gesucht hat. Und das wollten wir jetzt gleich noch verifizieren. Er ist jetzt auch in der Stube und schenkt sich doch gerade ein Glas Wein ein. Und apropos einschenken. Auf diesem Zettel stand irgendwas von wer Liebe mag und Einigkeit, der trinkt auch mal eine Kleinigkeit. Wir sollten vielleicht auch mal uns dazu gesellen, unser Glas erheben für den ersten Hinweis, den wir schön gefunden haben. Auf unser Wohl. Oskar ist mittlerweile derart betrunken, dass er schon doppelt sieht. Er ist langsam an seiner Grenze. Ach, schwach. Das, was er verträgt, und im nächsten Wurf auf ein Wissenstalent ist er im Nachteil. Und Loser und Studer sprechen gemeinsam und sprechen so über das Geschäft. Und Albrecht kommt auch dazu und nickt ihnen so zu. Und ihr seht, als er den Herrn nachschenkt und er zur Flasche greifen will, zuckt er so leicht zusammen, als er die Flasche nimmt. Und dann schenkt er ihnen ein. Lieber Albrecht, wie geht es Ihnen? Ja, alles gut, Herr Doktor. Ich habe mich nur vorhin beim Vorbereiten ein wenig verletzt. Aber es ist keine Sorge, es passt schon, es ist schon in Lassen Ordnung. Lassen Sie mich doch mal sehen, denn ich bin ja auch nicht umsonst Arzt geworden. Genau, dann hast du ja sicher Medizin oder sowas. Ja, natürlich. Ja.
Verdammt. Ich habe spontane Amnesie. Ja, du bist Spezialist für Herzchirurgie und das sieht nicht nach einem Herz aus. Und deshalb weißt du auch nichts, wirklich. Du siehst, der Finger sieht nicht gut aus, das kannst du erkennen durch deine Medizinausbildung. Aber genau kannst du es nicht beurteilen. Und Albrecht zieht auch so die Hand gleich weg und sagt so, ich muss kurz in die Küche etwas vorbereiten. Ich bringe Ihnen noch ein paar Snacks, werte Herren. Ich bin gut im Amputieren. Ich würde gern Albrecht folgen. Mein guter Herr, wir sind in der Küche, oder? Nein, ihr steht in der Stube. Aber ich bin Albrecht gefolgt. Achso, du bist Albrecht gefolgt. Okay, du bist Albrecht gefolgt und stehst jetzt mit ihm gemeinsam in der Küche. Werter Herr, es tut mir leid, was vorhin im Schuppen passiert ist. Ich will mich doch immer entschuldigen, herzlichst. Was ich Ihnen anbieten kann Problem. Für eure kleine Wunde, ist ein bisschen Ethylalkohol. Ich habe ein kleines Fläschchen immer beiseite hier dabei. Wie wäre es, wenn wir Ihren Finger mal desinfizieren? Nein, es ist kein Schnitt. Ja, okay, gut. Und dann hält er dir so die Hand hin. So. Ja, und wie geht's? Okay, ja, schon viel besser. Vielen Dank. Jetzt, da Sie bei der Schuld stehen, würde ich sagen, Sie rücken mal mit ein paar Informationen raus. Was hier ist mit Herrn Loser vor? Was hatten Sie da vorhin besprochen? Ich habe mit ihm einfach nur gesprochen über. Was denn da genau? Ja, wissen Sie. Ich will noch mehr erinnern, Ihr Finger. Jetzt ist er kein. Okay. Wissen Sie, Herr Payer zahlt nicht besonders gut und ja. Ich habe ein Problem, meine Miete zu bezahlen und deshalb habe ich Herrn Loser gefragt, ob er mir vielleicht einen Vorschuss noch geben könnte, so als Kredit. Und Herr Loser hat zugestimmt. Immerhin ist er ein sehr wohlwollender Mann. Also man kann seine Praktiken halten, was man möchte, aber ich glaube nicht, dass er irgendwie was zu leid tun würde. Moment. Und im Gegenzug, wir kennen es langsam, den Herr Loser, er macht doch gar nichts, ohne dass er was davon bekommt. Ich muss ihm halt einen Zinssatz abdrücken, aber das ist nur normal. Ich würde gern auf... Während du überlegst, was machen die anderen drei? Wir sind noch in der Stube, korrekt? Genau, ja. Wir nehmen uns den Loser vor. Ich würde gerne Loser zur Rede stellen. Ja, was gibt's denn? Was darf ich Ihnen sonst noch so sagen? Ja, unser werter Freund, der Ferdinand, hat eine Nachricht hinterlassen, die sehr eindeutig darauf hinweist, dass Sie sehr wohl mit seinem Verschwinden zu tun haben könnten. Das glaube ich weniger. Und was ist dann das hier? Und ich halte ihm die Nachricht unter die Nase. Ich weiß doch nicht, was das sein sollte. Ah, na gut. Ich denke mal, Payer vertraut mir gleich wenig wie ihm. Ich denke, es beruht halt auf Gegenseitigkeit. Immerhin sind wir beide Geschäftsmänner, müssen Sie wissen. Gut, dann halte ich das aber auch erstmal für das Beste, die Pläne für mich zu behalten. Nein, solange Sie mir sie heute Abend noch zurückgeben, sollte das für mich kein Problem darstellen. Kann ich mich einen Moment mit Herrn Studer unterhalten? Natürlich, klar. Du nimmst ihn so ein bisschen zur Seite, ja. Was darf ich für Sie tun? Hallo, Herr Studer. Mhm. Die Sache ist die, wie stehen Sie denn zu Herrn Loser? Er ist ein guter Geschäftsmann, ein wahrer Kenner und ich muss sagen, mit ihm zu arbeiten ist eine wahrliche Wohltat. Okay, aber Sie beide haben kein Interesse mehr mit dem Ferdinand zusammenzuarbeiten, also, verstehe ich das Interesse, richtig? Man muss sagen, Ferdinand ist ein wichtiger Mann, er hat Kontakte in die Politik, sehen Sie sich Ulrich an und sonst auch, ich denke, wir brauchen ihn einfach, damit die Firma weiterläuft. Auch wenn wir vielleicht, ja, sagen wir so, persönlich nicht gerade die größten Ambitionen zu ihm haben, denke ich aber, dass er durchaus ein guter und sicherer Geschäftspartner ist. Wir konnten eigentlich bis jetzt nur von ihm profitieren. Haben Sie denn in den nächsten Tagen einen wichtigen Termin, der Sie drei einschließt? Ja, Montag. Eine sehr wichtige mit unseren Gläubigern.
Wir müssen die ersten Konstruktionspläne für die neuen Waggons vorlegen. Natürlich, das ist ja in all unseren Terminkalendern drinnen. Warum? Wie kommen Sie drauf? Sind Sie auch dabei? Nein, ich bin nicht dabei. Ich versuche nur herauszufinden, warum Herr Loser in den Unterlagen von Paya versucht herumzuschnüffeln und Informationen zusammenzutragen und wollte das Motiv hinterfragen. Ganz einfach. Ja, da weiß ich jetzt auch nicht so ganz recht. Ich vermute halt einfach, Herr Loser hat Angst bekommen, dass durch das Fehlen von Herrn Paya die Firma geschadet werden könne, was sein gutes Recht ist. Also ich sehe das auch so ein. Hätte denn Paya einen Grund, die Firma zu sabotieren? Nein, auf keinen Fall. Also er hängt ja tief mit drin. Interessant. Gut, dann frage ich mich, warum Paya die Pläne mitgenommen hat und jetzt auf einmal verschwunden ist. Beziehungsweise er hat ja die Pläne im Büro abgeschlossen und ist jetzt verschwunden. Da frage ich mich, was ist hier los? Man muss sagen, wissen Sie, okay, ich schilder es Ihnen mal so. Wir haben eine zwar sehr offene Firmenkultur, aber man weiß nie, wen man angestellt hat. Vielleicht ist jemand dabei von der Nordostbahn oder sonst jemanden. Und da kann es schon sein, dass da Betriebsspionage herrscht. Das wollen wir natürlich vermeiden. Deshalb nimmt meistens irgendjemand auch solch wichtige Sachen mit sich mit. Gut, weil die Sache ist nämlich die, wir haben einen Hinweis darauf gefunden, dass Ferdinand denkt, Herr Loser möchte ihn aus dem Geschäft drängen. Ah. Ja, das kann ich mir auch... Nein, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Also, ich kann sich es nicht vorstellen. Immerhin tut Paya immer so, als wäre der große, großzügige Mann und dann knausert er im Hintergrund noch rum. Aber ich glaube nicht, dass Loser ihn wirklich aus dem Geschäft bringen möchte. Ich denke, das ist einfach nur eine Paranoia von Herrn Paya. Interessant. Aber die Frage ist doch trotzdem, warum haben sowohl Sie als auch Herr Loser uns angelogen? Und warum ist Ferdinand nicht hier? Warum er nicht hier ist, wissen wir wahrscheinlich alle nicht. Warum wir Sie angelogen haben, es muss nicht jedermann wissen, was man als Profi ihm hier macht. Darf ich da jetzt mal auf Menschenkenntnis würfeln? Klar. Ob der die Wahrheit sagt und selber wirklich nicht weiß, wo Paya ist? Ja, schaffe ich. Schafft es. Ist jetzt eine 31? Ja. Ist eine 31, ja. Ihr seht immer rechts unten das Ergebnis. Okay, ja. Du vertraust ihm. Also du glaubst, dass das stimmt. Okay. Gut. Ja, dann schließen wir uns wieder den anderen an. Dann habe ich alle Fragen beantwortet bekommen. Ja. Vielen herzlichen Dank. Agatha, wo läufst du hin oder was machst du gerade? Das ist eine wahnsinnig gute Frage. Ich überlege gerade... Ich glaube, ich gehe raus zum Schuppen. Du gehst raus zum Schuppen? Ich mache mich da einfach mal am Schloss zu schaffen. Okay, du läufst gut, an mir vorbei, raus. Oder? Während du zum Schuppen läufst? Ja, genau. Mhm. Liebste Dornbrecht, Frau Dornbrecht, ja, natürlich. Ja, wohin denn das so eilig? Ach, ich muss ganz kurz frische Luft schnappen. Sie wissen ja, der Kohlen. Jetzt bräuchte ich das ganze Haus voll Peste. Das war mir nicht, haben wir hier. Ich würde Sie sonst gern ein bisschen begleiten, ihr ein bisschen Schutz geben. Sie wissen ja, ich ist Verlass. So wie darauf Verlass ist, dass Sie ja meinen Koffer gehen? Ja, ja, das, so das sehen Sie mir aus. Das werden Sie ewig vorhalten. Wie gesagt, ich habe nur geschaut, ob alles so funktioniert, wie es auch soll. Na gut, wenn Sie darauf bestehen, kommen Sie mit. Aber wer, Sie machen sich an meinen Sachen zu schaffen. Eben kann. Und ich als ja nicht ihr rausgeht, findet ihr auf dem Boden einen Zettel. Und ihr nehmt den überrascht hoch und erkennt, dass es eine Quittung ist.
Ich lese, was auf der Quittung steht. Ja, dann versuchst du mal, was auf dieser Quittung steht, zu lesen. Und natürlich ist auch der Chat gefragt. Der kann diesmal nämlich mit Rätsel raten, denn das ist ein wesentlich schwereres Rätsel als zuvor, wenn man jetzt nicht gerade einen geschichtlichen Hintergrund hat. Was haben Sie denn da gefunden, liebe Agatha? Darf ich duzen? Selbstverständlich dürfen Sie. Es sieht aus wie eine Einkaufsliste mit Chemikalien. Aha, darf ich auch sehen? Sehr gern, hier bitte. Ich sehe Apotheke zum... Zitronenbaum. Ja, genau. Die Apotheke, die kennt man doch. Ja, die kennt man. Das ist eine stadtbekannte Apotheke in Zürich. Das ist doch hier Natron und so weiter. Ich sehe langsam verschwommen. Also die anderen, der Herr Dirnberger und Frau Guthas dürfen natürlich jetzt auch mitraten. Und deswegen gehen wir jetzt rein und zeigen das Ihnen, richtig? Genau, ja. Ich kann lesen, Natron, Chloroform, Ethanol als letztes, zwischendrin irgendwas mit Ale. Ich denke, nein. Hätte dieses Tuch, was wir gefunden haben, kann es sein, dass es nach Chloroform gerochen hat? Das könnte natürlich auch sein. Wie gesagt, meine Nase ist nicht mehr die beste. Aber das bedeutet, wenn das Tuch mit Chloroform in dem Zimmer lag, dann wurde er tatsächlich unser Ferdinand. Sagten Sie das nicht, wenn Sie es aussprechen, den könnte man es lieber zurücknehmen. Es ist schon zu spät. Wir haben hier, es handelt sich hier höchstwahrscheinlich um eine Entführung. Oh je, Mini. Hat jemand alchemistische Kenntnisse? Dass ihr das mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen könnt. Nur Medizin. Medizin ist ja fast dasselbe. Ja, fast. Du kannst würfeln mal auf Medizin. Ja. Nein. Haben okay. Sie noch nie gesehen. Du kannst auch deinen Blitz Nahkampfpunkt verwenden. Ich nehme den Blitz. Ja. Blitz rein. Den Geistesblitz. War falsch, sorry, oder? Nee, war richtig. Nochmal ja. Falsch. Nochmal falsch, okay. Ja, du hast da keine Ahnung. Aber ihr wisst, oder ihr vermutet jetzt sehr, dass... Ich habe den Skill Gifte. Mit Chloroform. Oh, Gifte. Ich habe den Skill Gifte, bringt er mir was? Dann würfeln wir nochmal auf Gifte, ja. Okay. Ich wechsle mal auf ein bisschen dramatische Musik. Hat er gewollt? Nee, der Schrägstrich war. Oh ja. Ja, das war. Das war jetzt ein bisschen dumm, ne? Ja. Es ist eine Elf. Das ist stark. Eine Elf. Du weißt. Du schnupperst nochmal an dem Lappen und du bist ganz sicher, dass es sich um Chloroform handelt. Und dir wird auch bewusst, einer von diesen Personen hier drin muss den Herrn Payer irgendwie mit diesem Chloroform betäubt haben. Ich schlussfolgere, weil ich ganz genau über Gifte Bescheid weiß, dass der gute alte Butler mit dem Namen, der mir gerade nicht einfällt, sich die Hand irgendwie verätzt hat oder so an dem Chloroform oder andere Chemikalien und deswegen sie uns nicht zeigen wollte. Oh, da ist was dran. Deswegen hat er wahrscheinlich auch, das hat ihn gar nicht gebrannt, als ich Alkohol drauf geschüttet habe. Das ist ein weiterer Indiz, glaube ich. Lass uns mal den Hund holen und alle mal beschnuppern lassen. Aber der Hund ist nicht unbedingt sehr hilfreich in diesem Fall. War das nicht? Ich glaube, Frau Dornbrecht hat das bereits versucht im Büro. Hat sie? Ja, ich habe ihn bereits am Lappen schnüffeln lassen. Und was kam dabei raus? Er lief weg. Das bringt uns nicht weiter. Vielleicht sollten wir einmal in die Küche gehen zum gewissen Herrn Hausangestellten. Also es sind jetzt alle mittlerweile wieder in der Stube. Also alle sind versammelt. Dann gehen wir in die Stube. Ja.
ihr steht auch in der Stube. Also es sind jetzt alle in diesem Raum drin. Sprechen wir einmal den Herrn Hausmitarbeiter an. Ja, Frau Gutherz, was darf ich für Sie tun? Also könnten Sie uns vielleicht nochmal Ihre Hand zeigen? Die hier bitte. Und er zeigt die Hand. Wie sieht die Hand aus? Sie sieht ziemlich verbogen aus. Verbogen? Also zwei Finger sind recht verbogen. Ach, eine gebrochene Hand. Ich brauche jetzt keinen Arzt, um das zu erkennen. Ja, ich habe mich vorhin verletzt. Woran? Wie ist das denn passiert? Würfelt mal auf Menschenkenntnis. Ich habe keins. Ich habe Psychologie. Ja, geht auch. Ich sag 34, perfekt. Ja. Ja. Ich bin durch. du merkst, er sieht jetzt nicht gut aus. Er beginnt auch zu schwitzen und sagt so, ich habe mich verletzt bei den Vorbereitungen für die Arbeit. Ich würfel mit meinem Psychologie-Skill, um zu gucken, ob er lügt. Okay. Achtzehn. Geschafft. Easy. Ganz sicher davon überzeugt, dass er lügt. Objection! Sie lügen! Das weiß ich. Okay. Was haben Sie wirklich getan? Sie sind umzingelt. Alle Hinweise deuten auf Sie hin. Ja. Albeck sieht sich so um und er sieht so euch alle versammelt so. Sag so. Okay, es ist schon. Ja, gut. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Es ist halt einfach alles eskaliert. Ich will nicht ins Zuchthaus. Und er nimmt aus seiner Jackentasche, zieht er einen der Revolver, mit denen ihr vorhin mit Frau Gutherz und Herrn geschossen habt und zeigt auf euch und sagt so, ich, bleiben Sie weg. Sie haben mir nichts getan. Ich will niemanden hier verletzen. Aber wenn Sie nur einen Schritt näher kommen, dann sehe ich mich gezwungen dazu, auf Sie zu schießen. Albrecht, aber jetzt mal ganz ruhig. Was ist denn los? Im Namen Gottes, ich bitte Sie, kommen Sie mir nicht näher. Das Bild ist gerade. Das Bild ist ganz aufgewühlt. Ja, aufgewühlte Albrecht. Das ist ein Zeichen vom Zuchthaus. Sie haben mich. Sie haben mich. Ich ziehe meinen Revolver Daisy aus meiner Tasche, den ich immer dabei habe. Oh, stimmt. Und okay, ich habe auch meine Fußwaffe dabei. Jetzt bewege ich die Augen. Also. Ganz ruhig, Leute. Wir können das doch auch mit einem Riegel klären. Wir können Dinge klären. Albrecht, jetzt erzähl uns doch mal, was hier los ist. Warum hast du dich in der Hand verletzt? Warum ist Ferdinand weg? Warum eskaliert die Situation gerade? Albrecht ist geflüchtet. Oje. Hinterher! Folgt ihm. Also ich sag Ihnen, was passiert ist, aber lassen Sie mich gehen! Wir machen keine Versprechung, aber erzählen Sie mal. Also. Und er richtet weiterhin den Revolver auf euch. Dein Ton ist irgendwie anders. Ja. Mein Ton? Ich glaube, die Audio läuft über die Webcam wahrscheinlich. Webcam, genau. Dankeschön, ja. Herr Dr. Technik-Genie. Haben Sie die auch erfunden, diese Webcam? Noch nicht. Aber ich werde nur später. Merken Sie sich das? Wahrscheinlich eher der Vater, nicht. Mein Vater, Fidel Joachim. Ihr Vater ist uns ziemlich egal. Das ist folgendermaßen nicht. Frau Bayer, diesen Mann haben Sie nicht verdient, diesen fürchterlichen Choleriker. Sie wissen gar nicht, was das für ein Monster ist.
Oh, gnädige Frau Studer, ich bitte Sie wirklich um Verzeihung. Was haben Sie getan? Erzählen Sie uns alles. Ich habe nur diese ständigen Wutanfälle von dem Bayer. Ich halte sie nicht mehr aus. Ich halte sie beim besten Willen nicht mehr aus. Also die ganze Zeit muss ich mit diesen Wutanfällen konfrontiert sein. Und dann, als ich letzte Woche das Dessert für uns kaufen wollte, habe ich mir erlaubt, nach 15 Jahren Arbeit mir selbst was zu gönnen. Und dann hat dieser Bastard mir einfach die Finger gebrochen. Ich konnte nicht mehr anders. Ich wollte es zum Ende bringen. Ich wollte, dass dieser Mann einfach weg ist. Wo befindet sich denn Ferdinand jetzt? Er ist in den Pferdestellen. Lebt er noch? Hör auf! Ja, er lebt noch. Was haben Sie mit ihm getan? Ich habe ihn einfach mit... Ton ist wieder weg. Ist zu leise. Das ist nur leiser geworden, ist nur leiser. Muss man wieder... Ich habe ihn einfach mit dem Chloroform betäubt und dann... Und dann ging... Dann hat Hartwig ihn einfach geholt. Und wir haben ihn zusammen einfach in die Scheune gesteckt. Ich versuche mit meinem Überzeugungskraft-Skill ihn dazu zu bringen, mir den Revolver zu geben. Okay, dann würfel mal auf Überzeugen. So, jetzt hier keine voreiligen Schüsse und so. Oh, Kacke. Links weg, Frau Dornbrecht, ich warne Sie. Moment. Ich versuche, ich benutze meinen Dingenspunkt, um das nochmal zu versuchen. Okay. Ich kann uns auch überzeugen, einmal. Ich kann auch. Schluss mit überzeugen. Jetzt wird gleich mal eingeschüchtert. 15! Ja. Oh, das klingt gut. Also, was sagst du, wie redest du auf den Herrn ein? Hey. Jetzt machen Sie es doch nicht noch schlimmer. Sie haben doch schon was verbrochen. Jetzt brauchen Sie uns hier nicht auch noch abmurksen, sonst kommen Sie nur noch länger ins Gefängnis. Es macht doch überhaupt keinen Sinn. Sie sind doch schon umstellt. Hier sind Menschen mit Waffen. Sie haben nur einen Schuss in der Trommel. Und was auch immer Sie jetzt tun, es hat sowieso keinen Sinn mehr. Deswegen geben Sie mir jetzt die Waffe und machen Sie es nicht noch schlimmer, junger Mann. Sie haben recht. Ich weiß. Sie haben ja vollkommen recht. Und er lässt die Waffe sinken. Und ihr schafft es, den Mann wirklich festzuhalten und ihn... Ich gebe ihm noch eine auf die 12, das hat er verdient. Genau, eine einfach in die 12 hauen noch. Oh, das tat wirklich sehr, sehr weh. Und ihr schafft es noch, den Herrn festzuhalten bis zum nächsten Morgen. Und ihr schafft es, die Nacht durchzustehen und die Polizei erreicht das Paya-Anwesen um ca. 4 Uhr. Währenddessen hatten sich ein Teil der Gruppe auf den Weg zu den Ställen gemacht und bei Ankunft war Paya noch immer ganz benebelt von dem Chloroform. Wenige Stunden später waren Albrecht im Ton und Hartwig Gstühl entlassen und saßen in der Zelle. Paya bedankt sich bei den Gästen, dass sie ihn gerettet haben und bedauerte wirklich, dass die Feierlichkeiten ein entsprechendes Ende nehmen mussten. Nach diesen Erlebnissen wäre ihm aber nicht mehr zu feiern zumute. So mussten dann die Gäste einen Spaziergang zum doch nicht ganz nahegelegenen Bahnhof zurücklegen. Höchstens einer von euch möchte noch auf Reiten oder sowas würfeln, wenn er eine Kutsche bedienen kann. Kutsche bedienen, das klingt nach mir. Ja. Ich bin gut zu Pferden. Ein richtiger Pferdefreund. Und ich würde gern mal meine Würfel zücken. Ja, genau. Das wird nichts. Das sind mir zu große Pferde. Das sind mir viel zu große Pferde. Die machen viel zu große und laute Geräusche. Ihr müsst einfach alle nach Zürich in die Innenstadt. Achso, du könntest ja noch reiten, genau. Du darfst natürlich auch noch.
Ich habe es geschafft. Du kannst die Pferde verteuen. Oh Gott sei Dank. Wirklich. Und ihr nehmt die Kutsche. Du sitzt diesmal auf dem Kutschbock. Ganz elegant. Und ihr kommt am Bahnhof Zürich an. Die Mittagssonne steht bereits jetzt hoch am Himmel und die Lokomotive steht für eure Abfahrt bereit. Ihr steigt in den Zug ein, ihr verlässt Zürich und ihr blickt nicht mehr zurück. Denn nach diesem wilden Erlebnis hofft ihr eigentlich, dass Paya euch keinen Brief mehr schicken wird. Und damit habt ihr das Rätsel um den verschwundenen Ferdinand Paya Imhof gelöst. Es war mir eine Freude, heute mit euch spielen zu dürfen. Ihr wart fantastische Spieler, wirklich, wie ich es mir erwartet habe von diesen wunderbaren Streaming-Ikonen. Aria Adams, Dito Design, Lama Lien und natürlich unserem guten Tai. Lian, pardon. Und, Dankeschön für die Einladung, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr amüsant. Großen Lob an unseren Tausendsasser, unser Game Master, Dero, es war uns eine große Freude auch. Wirklich Applaus gilt an dich. Es war uns eine große vielen Freude. Vielen Dank. Wenn du wieder dutzende Rollen geschlüpft bist und ja, wir freuen uns auf die nächsten Projekte. Genau, einfach ein kleiner Hinweis noch, ihr, die vielleicht das erste Mal hier heute dabei waren, Tai und ich spielen für gewöhnlich regelmäßig Pen and Paper. Vor wenigen Monaten haben wir unsere letzte große Kampagne abgeschlossen, und zwar Saltwick, Seesalz und Sünde. Die kann man natürlich auf YouTube, auf seinem Kanal nachschauen. Aber bald startet auch das neue Abenteuer im Dungeons & Dragons Universum. Frisch von uns geschrieben. Wir haben eine Pre-Session gemacht, wo wir gemeinsam die Welt gebaut haben. Nun habe ich sie verfeinert und bald geht es dann ans Eingemachte, ans Spielen. Freut euch auf den wilden Westen, wilde Begegnungen und jede Menge wilder Gegner. Also schaltet ein, wenn es bei uns wieder heißt, dass die Würfel gerollt werden. Macht's gut, habt noch einen schönen Abend, genießt die gute Stimmung und den Jazz im Hintergrund. Bis dann. Tschüss. Bye bye. Ciao. Dankeschön vielmals. Sehr schön.